Das ist Irate 7. Irate 7, der heutige Caster des Podcasts. Das ist ein Intro-Video gerade von den Leuten, die mitmachen und die gerade daran teilnehmen werden. Das ist ein Community-Podcast, ins Leben gerufen von Irate 7. Er hat das Ganze organisiert und initiiert. Und ja, wir sind sehr, sehr gespannt, weil heute Nikita da sein wird. Die liebe Ginger ist dabei, hier unten gerade zu sehen. Landmark ist dabei, Hyper Red TV ist dabei, Glorious E ist dabei. Gleichzeitig haben wir halt diesen großen Patch heute bekommen für 3 Stunden Aufspielzeit. Sehr, sehr ungewöhnlich, auch ohne große Vorankündigung erstmal. Und ja, wir sind gespannt, was Nikita gleich dazu sagt, was wir zu hören bekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, ich freue mich heute, das übersetzen zu dürfen. Let's go. Let's go. Starting now. Yay! All right, everybody, we should be live and microphones should be on. Hallo zusammen, willkommen und einen wunderschönen guten Abend an alle. Wir sollten live sein, Mikrofone sollten alle an sein. Wir sind hier mit Glorious E, Hyper Red, Landmark und Gingy, aka Gingerless. Macht euch keine Sorgen, es ist wichtig, dass ihr hier seid. Und lol, da kommt eine Werbung rein. Lul. Das ist so bitter, weil also ein unbezahlbarer Müll an der Stelle. So bitter. Bitter, oder? Moin, moin, Dave. Dave kennt diese Probleme nicht. Dave streamt, darf man das hier sagen? Auf YouTube? Da kannst du die Werbung einfach ausschalten. Ne? Du schaltest einfach aus. Wenn du einen Podcast machen würdest, würdest du einfach die Werbung ausschalten. Er kommt mich holen. Na gut, 3 Werbeanzeigen. Krieg gewonnen, GG Dave. Herzlichen Glückwunsch. Komme ich genau richtig? Ja. Endmark erinnert mich immer an Conchita. Conchita. Sag das nicht so laut. Kein Zapper, ihr. Ach, scheiße, stimmt. Ah, wir kommen genau richtig. Da ist er. Then we do start with ladies first, yeah? So, Gingy, please introduce yourself. So, wir starten mit den Damen natürlich an erster Stelle. Ginger, bitte stell dich doch gerade vor und dann können die anderen sich vorstellen. Oh, Ginger ist gemutet, glaube ich. Wir hören Ginger gerade noch nicht. Aber werden die Jungs und Mädels bestimmt gleich sagen. The guys are saying that they can't. Hold on a second. Wartet eine Sekunde, warte. Die Leute sagen, es ist kein Sound da. Das ist ein Problem. Jetzt nochmal versuchen, bitte. Das Problem ist halt, dass wir uns untereinander hören, aber der Stream uns, glaube ich, nicht hört. Ich glaube, wir haben es gerade gelöst. Checken wir das. Könnt ihr bitte mal alle was sagen? Test, hello. Yes, es funktioniert. Es war mein Fehler. Es hat ein Klick gefehlt. Okay, also nochmal von vorne. Ginger, du hast eine zweite Chance, es nochmal besser zu machen. Deine Vorstellung bitte. Wir starten mit Ginger oder Gingy. Sie hat ihren Namen geändert von Gingerless zu Ginly. So. You have the word, Gingerlinus. It's your time. Du darfst anfangen. Ich spiele Escape from Tarkov als einziges Spiel. Ich spiele es jetzt für fast 2 Jahre mittlerweile. Und Psycho. Vielen Dank. Irgendwelche Freiwilligen? Ich bin Tony. Man kennt mich unter Landmark. Ich bin halb professioneller Spieler bei Escape from Tarkov. Viele Leute, denke ich, kennen mich. Glorious Hyper Red. Hyper Red. Ich bin Hyper Red. Ich denke, einige kennen mich dafür, dass ich der Erste bin, der 1 Billion Rubles farmen wollte. Gefarmt habe, ja.
Das bin ich. Hyper-Rat is not a rat, yeah, in the game. You know what rat in chat means. Also Hyper-Rat ist keine Ratte im Spiel. Ihr wisst, was Ratte im Spiel heißt. Er ist keine Ratte im Spiel. Aber abgesehen davon. Und Glorious, bitte. Könntest du dich bitte einmal vorstellen? Ich streame jeden Tag. Spiele nur Tarkov. Ich spiele hauptsächlich Labs. Bin Labs-Main-Spieler. Und ja. Mache das als hauptberuflich sogar. Run basically this is what I thought about it. After doing the introduction, we're gonna be waiting for Nikita for a bit and then we're gonna talk to him. Also wir werden jetzt ein bisschen warten, bis Nikita kommt, wird es ein bisschen dauern. Wir werden jetzt viele Fragen beantworten aus dem Chat, aber noch nicht jetzt direkt, weil wir möchten jetzt nichts durcheinander bringen. Also wartet bitte, bis die Fragen durchgegangen sind, bis wir sie aufgenommen haben und dass wir hier in der Reihenfolge beachten können. Denkt dran, dass Nikita kommen wird. Wir werden gleich über das Spiel sprechen, über den Progress in Tarkov natürlich, über das, was ganz aktuell passiert ist. Und bitte achtet darauf, dass wir nicht immer dieselben Fragen spielen. Nicht stellen, nicht jeden Podcast dieselben Fragen stellen. Also zum Beispiel, wann ist der Vibe? Und solche Geschichten. Ihr wisst, was ich meine. Also, ich weiß, der Chat spammt jetzt wieder Vibe. Aber wir haben hier die Möglichkeiten, Fragen sinnvoll sind, weiterzureichen. Und bitte achtet ein bisschen darauf, welche Fragen das sind. So, was glaubt ihr, was wir jetzt in diesem Patch bekommen, was jetzt gerade passiert? Habt ihr gesehen, was auf Twitter passiert ist? Du meinst, was gerade getwittert wurde mit den Daily Quests? Ja, ich glaube, es sind halt tägliche Quests, die jetzt kommen. But do you think that we're only going to have the fundamentals? Glaubt ihr, dass es jetzt sozusagen die erste Stufe ist, also nur ein Test für die Quests oder sozusagen die Basis dafür? Oder kommen die Quests an sich jetzt schon? Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass die Jungs noch mehr reingenommen haben. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, das mit der Basis und mit den Dailies ist nicht alles. Wir werden gleich sehen, was noch alles drin ist. Aber ich denke, da ist mehr hinter. Weil, guck mal, drei Stunden nur für tägliche Aufgaben, das passt irgendwie nicht. Das kommt nicht überein. Das ist nicht alles. Und eine Frage, die wir nicht stellen möchten, ob Tarkov tot ist. Auch keine Frage. Also vielleicht ist da mehr hinter. Ich vermute es. Vielleicht bin auch nur ich das. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn sie jetzt diese Daily Quests einführen, es ist erstmal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wichtiger Content, den sie einführen und auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Es wäre auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube auch so Quests wie zum Beispiel drei PMCs im Dorm zu töten und so weiter, würde wieder ein bisschen Schwung reinbringen und mehr Action reinbringen in gewisse Zonen. Ja, was ist mit euch eigentlich, was habt ihr für Ziele momentan, Tarkov? Also, was treibt euch an, immer wieder in Dormus reinzugehen und immer wieder das zu machen? Was ist euer Ziel? Also, mein Ziel sind Hidden Stashes, sagt Glorious, aber meint das natürlich nur scherzhaft. Landmark, mein Ziel ist halt gutes PvP, also gute Fights zu haben. Man hat selber auch immer so ein bisschen sich Ziele gesetzt, die man sich vornimmt. Es ist schade, wenn man sich zu sehr auf ein Ziel fokussiert, wie zum Beispiel nur Stashes aufräumen und dann eine ganze Runde lang keinen Gegner zu sehen. Das ist nicht meine Art, das Spiel zu spielen. Aber ja, zielorientiertes PvP. Ja, Ginger, also ich liebe es zu looten. Ich mag das sehr gerne, aber noch mehr liebe ich es, andere zu töten. Also reinzugehen, einen Bereich komplett aufzuräumen und dann zu looten. Das ist meine Art zu spielen. Das mag ich sehr, sehr gerne. PvP ist einfach für mich ein sehr, sehr wichtiges Element und Hauptbestandteil des Spiels. Ja, also Glorious E geht ja zum Beispiel nur auf Labs, macht dann nur seine PvP, gar kein Looten. Nein, das stimmt nicht. Ich habe heute zum Beispiel 12 Millionen in anderthalb Stunden gemacht. Da kann keiner sagen, dass ich nicht loote. Also, es viele Spieler, die hier reingehen, sind nicht mal ordentlich ausgerüstet, sind so
einfache Spieler mit einem Magazin und einfachen Waffen, einfach Rüstung. Also es ist gar nicht mal so die Herausforderung teilweise mit PvP. Im Endeffekt geht es darum, eine Lobby aufzuräumen, also alle zu töten und dann zu looten, 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 looten. Das ist die Aufgabe auf Labs. Also ist zum Beispiel so, dass sie ja momentan ein System verändert haben mit den Raiders. Wenn du momentan einen Ausgang öffnest, dann spawnen die Raider nicht mehr am Ausgang. Das heißt, sozusagen einen Exit zu erreichen und rauszugehen, ist momentan viel einfacher. Die spawnen halt manchmal irgendwo anders auf der Map und rennen dann aber auf deine Position zu. Also von sehr weit weg, sozusagen ein Sprintangriff, sliden teilweise auf dich zu. Und es ist teilweise sehr, sehr komische Moves, die sie jetzt neu dazu bekommen haben. So Slide-Angriffe, wie Killer sie hatte, schon sehr merkwürdig. Also ich habe auch das Gefühl, gerade in der Park, in der Garage, dass wir da, wenn wir die Bereiche öffnen, dass da gar keine Raiders mehr spawnen, aber dass die Raiders trotzdem noch spawnen, zum Beispiel im Abflusskanal oder in komplett anderen Bereichen, dass diese Spawn-Bereiche so sehr stark verändert wurden. Also glaubt ihr, dass das alles schlecht ist mit den Raidern, dass sie jetzt woanders sind? Ist das was Negatives? Oder mögt ihr das, diese neue Herausforderung? Weil es ist ja schwerer dadurch. Nein, also ich mag das, sagt HyperRed. Es ist schwerer geworden und es ist eine Herausforderung. Herausforderungen sind wichtig. Es ist gut, dass sich das verändert hat. Was nicht so gut ist, ist der Double-Damage-Bug, also dass einige Dinge zu doppelten Schaden führen. Das ist sehr, 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 sehr nervig momentan. Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch, Dead Knight. Also, geht ihr immer High Gear rein mit vollem Equipment oder Low Gear? Wie seht ihr das? Also es ist so, wenn du mit einigen Spielweisen High Gear reingehst und sehr früh stirbst, es ist halt sehr, sehr risky und sozusagen die Runs mit wenig wertvollem Gear sind auch teilweise sehr, 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 sehr sinnvoll. Also Ausrüstung von anderen Spielern zu nehmen, Ausrüstung von Raidern zu nehmen. Letztendlich ist es auch wichtig, um den Loot zu verwalten. Wenn du zum Beispiel einen Gegner tötest mit einer guten Rüstung, kannst du diese nur mitnehmen, indem du deine eigene Rüstung ablegst. Und es ist einfach wichtig, dass du die Map nutzt momentan, um den Loot für den Raid zu nutzen, um deine Ausrüstung sozusagen im Raid zu vervollständigen. Ja, ich denke, ich sehe das genauso, aber ich sehe das primär auf Labs natürlich. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Maps ist, weil ich halt nur Maps spiele, sagt Glorious E. Aber ist so, ja, genauso. Wie steht ihr zu dem Geldproblem momentan? Also Glorious sagt, ich habe gar kein Problem mit Geld. Ich bin kein Looter, ich habe mit Geld gar nichts zu tun. Landmark genauso, ich habe mit Geld gar nichts zu tun. HyperRed hat seine Millionen Rubel gefarmt. Ihn interessiert auch nicht. 1,2 Millionen Rubel waren es sogar. Interessiert ihn auch gar nicht mehr. Und Ginger sagt, ich habe auch so viel Geld wie noch nie. Also mich interessiert das Geld gar nicht. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Geld momentan in Tarkov bekommt. Könnte ich vielleicht mal eine Anfängerfrage stellen, weil vielleicht auch viele Anfänger uns hier gerade zuschauen, die Leute, die neu mit Tarkov angefangen haben. Vielleicht haben sie nur YouTube-Videos gesehen und jetzt haben sie die Möglichkeit, mit euch zu reden. Wenn ihr eine Empfehlung geben könntet, einen Tipp geben könntet für Anfänger bei Escape from Tarkov, irgendwelche so grundsätzlichen Dinge, die man als Anfänger machen sollte oder besser machen könnte, was wäre das eurer Meinung nach? So Basic-Tipps. Stellt euch vor, ihr habt das Spiel gerade gekauft. Stellt euch vor, ich meine, einer von euch hat das Spiel vor 4 Jahren gekauft und die anderen sind ganz neu. Was würdet ihr dem sagen? Also mein größter Tipp ist Map-Kenntnis. Ich meine, zu wissen, wo die Gegner spawnen, wo die Spieler spawnen, wo der Loot spawnt, wo die Scavs spawnen, erspart sehr, sehr viele Probleme
und sehr, sehr viel Lernzeit wird erspart, wenn man sich direkt darauf fokussiert. Landmark sagt auch, eine zweite Map zu öffnen, auf Wikipedia, auf seinen zweiten Monitor zu öffnen, auszudrucken, das zu lernen, Layout zu lernen, also die Grundzüge einer Karte zu lernen und dann die Details zu lernen, ist essentiell. Also ich habe zum Beispiel ganz am Anfang alle besiegt, den Raid sozusagen gewonnen, aber ich kam nicht raus und bin gestorben. Ginger, was wäre dein Approach? Also bei mir ist das so, als ich damals das erste Mal gestartet habe, hatte ich nur einen Monitor. Und ich habe trotzdem eine zweite Karte aufgehabt, aber eben auf meinem Handy. Weil ich hatte keine andere Möglichkeit, eine Karte zu öffnen und habe deswegen die ganze Zeit mein Handy aufgehabt und auf dem Handy die Ausgänge gesehen. Ich meine, ich helfe Leuten bereits, auf Maps zurechtzukommen, versuche ihnen offline die Map zu erklären, online zu erklären. Mein Tipp ist auch, wenn ihr nur einen Monitor habt, benutzt euer Handy. Handy, iPad oder sonstiges und öffne da die Map. Das ist essentiell, auf jeden Fall die Map aufzuhaben. Okay, Nikita kommt. So, können wir ein bisschen Liebe reinhauen? Ein bisschen Liebe und der CEO von Battlestate Games, Nikita Bujanov. Wir sind alle sehr, sehr erfreut, dass er jetzt kommt und dass wir ihn hier haben. Wir sind sehr gespannt, was er zu sagen hat, was es Neues gibt. Übrigens, ist der Patch live? Ist der Patch da? Könnt ihr das gerade mal checken? Gibt's den Patch schon? Oder ist er noch nicht live? Ich guck mal gerade selber nach. Ja. Okay. Also. Ich lade erstmal Nikita ein. Nikita kommt in die Konferenz. Er kommt. Danke, Jack. Patch ist noch nicht live, Leute. Patch ist noch nicht live. Also vielleicht wird uns Nikita jetzt mehr erzählen, was hier los ist. Und da ist er schon. Nikita muss leider nochmal in den Discord reinkommen. Wir können dich noch nicht hören. Da ist er jetzt auch im Discord. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du das ihn so schön begrüßt. Lerne zu sterben. Discord-Link. I've sent it to you privately. You should have it. Also, wenn ihr Fragen habt noch, könnt ihr mir sie gerne auch privat schreiben. Also, er redet gerade mit seinen Gästen. Könnt ihr mir die gerne schreiben und dann schicken wir sie Nikita. Wir hören Nikita jetzt noch nicht. Er muss noch einrichten, den Sound und das Discord. Aber ja, er wird jeden Moment soweit sein. Schickt mir ruhig schon mal eure Fragen, sagt er. Okay, Nikita ist schon drin, aber ist er schon im Discord? Okay, die organisieren gerade noch. Erstmal, Leute, an dieser Stelle mal ganz schnell vielen Dank erstmal, Psycho, für deine Fünferbombe. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay. Können wir hier die Ehrentröte? Ja, wir haben keinen Ton. Vielen, vielen Dank, Psycho. Dankeschön. Manu, vielen Dank für den Follow. Cheldorf, vielen Dank für den Follow. Und Kitzekugel auch nochmal vielen Dank für den Follow. Schön, dass ihr da seid. Ich kann halt wenig auf den Chat achten jetzt während der Übersetzung. Ich muss versuchen, mich so ein bisschen konzentrieren, dass ich das in Echtzeit alles hinkriege. Danach bin ich ja da oder bis dahin bin ich halt... Halte ich so ein bisschen meine Klappe, ne? Dass ihr Bescheid wisst. Nikita ist jetzt da, mehr Infos gibt's nicht. Ja, ich freue mich, ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat. Ist da Pandora? Ist da? Krass. WTF. WFT, moin, WFT. Und YOLO, ja, YOLO. Mit IT-Produkten hat das nicht so. Jetzt geht es. Ich bin so gespannt, was er jetzt sagt. Spannend. The patch is now live. Moin WTFT, grüße dich WFT. So, wir die lotsen Nikita gerade noch in den richtigen Raum. 26 Megabyte? No way. Okay, let's see. Check O'Neill. I'm very curious what Nikita has to say about the patch and everything. Ich bin... We cannot. Not yet. Jack O'Neill, genau, auch nochmal vielen Dank für deine 111 BTs vorhin. Vielen, vielen Dank. Ja, die Jungs und Mädels haben gerade noch Probleme, Nikita zu hören. Let's see. Aber das ist gut. Können wir uns ein bisschen relaxen, kurz mal einmal kurz durchatmen. Ich lache mich so Schrott, Nikon. 26 Megabyte für 3 Stunden. Ich verstehe es nicht. Wir werden gleich mehr wissen. Irgendwas ist da. Das kann nicht sein. Nee, das ist ja nicht noch. Das ist ja, da war irgendwas. Ist ja nix. Ja.
Gut, kann natürlich sein, dass die Veränderungen mehr das Spiel selber beeinflussen und nicht unseren Client. Weil es hieß ja ursprünglich, es ist ein Client-Update, ne? Von daher kann es ja schon sein, dass das Spiel komplett verändert wurde, aber dass wir das sozusagen über den Client gar nicht so mitkriegen. Ich weiß es nicht. Let me give you this link. Ich will da gar nichts spekulieren. Yeah, Dimitri, if he clicks on that link, he will immediately... Lädst du es auf YouTube hoch? Wir laden das hoch, Killer-Kan. Ja, ja, auf YouTube kommt's auch. Den Podcast von gestern haben wir auch hochgeladen, ja. Scam. Das Bier schon kalt. Sekt wollten wir machen, wenn Lighthouse kommt. Aber ich glaube nicht, dass Lighthouse ist ein Scherz mit Lighthouse. Neo Taco. Moin, Neo. Also doch größer? 13 Gigabyte? 13 Gigabyte? Nee, so viel kann es ja jetzt auch nicht sein, oder? 13 Gigabyte? There we go. We have it. Okay, geht los. Nikita ist live geschaltet. Nikita ist live. 26 Megabyte? Yes. Can you hear me? Ja, wir hören dich. Super. Good evening, Nikita. Schönen guten Abend, Nikita. Yes, hello, I'm sorry. Ja, hallo, ich entschuldige mich. Aber ja, einige technische Probleme. Oder Dinge. And I'm sorry, I'm und ja, ich bin ein bisschen spät, weil wir arbeiten gerade an dem neuen Patch. Mit den Operational Tasks. Dieser beinhaltet Daily Quests und ja, neue Aufgaben. Wir haben jetzt gerade den Patch live geschaltet, in der Minute, jetzt gerade. Und wir hoffen, dass alles stabil ist und funktioniert. Das ist halt das der Grund, warum ich gerade ein bisschen abgelenkt war, weil wir das natürlich auch organisieren mussten. Ja, kein Problem, 12, 13 Minuten später zu kommen, ist alles im grünen Bereich. Also bevor wir jetzt starten und bevor wir darüber reden können, was hier passiert gerade und was überhaupt Sache ist, möchte ich erstmal Glückwunsch sagen, herzlichen Glückwunsch für das 7. Jubiläum von Battlestate Games. Also herzlichen Glückwunsch, danke für den tollen Content, den du gemacht hast, dass du Träume von einigen Leuten erfüllt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Du hast wirklich exzellenten Content rausgebracht und ja, wir sind auch stolz darauf, dich jetzt hier zu haben. Ich möchte noch eine Sache hinzufügen, Nikita. Für die Leute, die hier gerade im Discord sind, auch für die Community, die gerade zuschaut, Leute, es ist wirklich selten, dass man wichtige Leute aus der Administration im Chat sieht von Firmen und diese sich sozusagen beteiligen, über das Spiel zu diskutieren. Nikita ist gerade hier mit uns dabei, um das Spiel zu diskutieren und um bei uns zu sein und mit uns zu reden. Und das ist etwas Außergewöhnliches, was wir auch respektieren und anerkennen sollten. Nikita, vielleicht möchtest du anfangen mit dem aktuellen Stand des Games oder vielleicht sogar mit dem Patch, wie du willst. Ja, so, also, Nikita, wir haben entschieden, diese Quest heute sehr, sehr spontan zu machen, sneaky. Es ist eine Vorbereitung für den 12.12 Bang, beziehungsweise wir wollten es auch erst in 12.12 integrieren, haben uns aber entschieden, den Patch vorzuziehen. Wir möchten uns entschuldigen für die Verlängerung, also für die Verspätung von 12.12. Und ja, ich glaube, es hilft ein bisschen, wenn wir einige Inhalte vorziehen und die früher rausbringen. Der jetzige Patch dreht sich primär um Operation Task. Geht darum, dass ihr wieder ein bisschen mehr zu tun habt und dass ihr eine Idee bekommt, worum es in Zukunft in dem Spiel gehen soll mit diesen Operational Tasks. Also es ist euch einen Eindruck geben über die Richtung. Es ist nicht das Einzige natürlich, was wir versuchen zu machen, vorzuziehen. Es geht um Features, neue Features, die wir bringen möchten. Es geht um Lighthouse, was wir gerne auch früher bringen würden. Aber ja, die Features und Lighthouse, es sind einfach schwierige Prozessoren, die uns momentan ein bisschen bremsen, an denen wir halt kontinuierlich arbeiten und versuchen, uns voranzubringen. Wir versuchen alles allein schon für den heutigen Release vorzubereiten, diese Operational Task vorzuziehen. Ich denke, das ist erstmal eine gute Erweiterung, dass wir das vorziehen konnten. Und es ist auch eine wichtige Erweiterung für das Spiel, für den Content, für die Leute.
researchers actually, but also experience and stuff. Es geht nicht nur darum, dass man durch diese Taste halt neue Items kriegt, neue Ressourcen bekommt, sondern dass man auch halt Erfahrungen bekommt, XP zum Leveln und so weiter und so fort. So, ich möchte erstmal an dieser Stelle auch sagen, dass wir den Podcast parallel vom Battlestick Games retweeten. Und das ist halt eben deswegen, weil wir einen größeren Content auch vorziehen konnten. Wir werden noch 4 Patches raushauen im Laufe dieses Jahres. Bis Ende 2021, die auch teilweise sehr, sehr wichtige neue Veränderungen beinhalten werden. Ich habe einige Dinge davon selber natürlich jetzt ganz aktuell getestet. Versionen, die wirklich kurz sozusagen schon vor Beendigung sind für den kompletten Release. Verschiedene Features scheinen das zu werden, wie wir es uns auch vorgestellt haben. Das sieht sehr gut aus. Es funktioniert. Es funktioniert und es sieht auch sehr, sehr gut aus. Und ja, es hat auch rein optisch auch den Eindruck, dass es schon sehr, sehr fortgeschritten ist und ja, fast fertig ist. Also im Endeffekt machen wir auch viele Vorbereitungen für die ETS-Server, also für die Escape from Tarkov Test-Server. Wir bereiten uns jetzt gerade darauf vor, neue Inhalte auf die ETS-Server zu laden, damit die Leute das testen können. Wir planen momentan auch neue Events, was das Ganze angeht. Und ja, momentan ist es eine sehr intensive und ja, anstrengende auch Zeit. Ich glaube, die Zeit von jetzt bis Ende des Jahres wird auch eine anstrengende Zeit bleiben. Und ja, es wird aber auch sehr spannend sein. Also die Zeit bis Ende des Jahres ist eine heiße Phase. Also ja, vielen Dank, dass du nochmal erzählt hast von den Operational Tasks. Kannst du bitte mal erzählen, wie ist das? Gibt es unendlich viele Aufgaben oder ist das limitiert? Ist das automatisch generiert? Wie funktioniert das Ganze? Ja, das Ganze ist tatsächlich automatisch generiert. Es ist individuell, also jeder hat seine persönlichen Aufgaben. Diese Mechanik ist sozusagen komplett verlinkt an den Charakter, der das spielt. Es ist also sehr individuell. Die Quests sind für jeden Spieler individualisiert, damit der Spieler entsprechend seines Wissensstands eben eine gute Erfahrung hat. Die Aufgaben, die jeder bekommt, haben verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und wir sind momentan erst in der ersten Stufe der Einführung von diesen Quests. Wir haben vor, diese Zuordnungen zu verschiedenen Spielern sozusagen relativ grob eingegrenzt. Also wir versuchen Anfänger anderen Quests zu geben, wie sehr fortgeschrittenen Spielern, die schon im Late Game sind. Und wir haben ursprünglich gedacht, dass möglicherweise besser ist, dieses Feature mit einem Wipe zu releasen. Aber wir haben uns jetzt auch dagegen entschieden, um das jetzt schon zu testen, um jetzt schon zu sehen, wie das Ganze wird. Und es, ja, im Endeffekt gibt es momentan drei verschiedene Quest-Typen. Also das erste ist Elimination, also Eliminierung. Man muss verschiedene Spieler, PMCs und Scavs töten. Aus verschiedenen Distanzen, in verschiedenen Arealen, von verschiedenen Maps, aber auch auf verschiedene Art und Weise, zum Beispiel mit einem Kopfschuss oder auf eine andere Art und Weise. Granaten zum Beispiel. Die zweite Questart ist das Surviven, das Überleben. Dass man bestimmte Dinge, bestimmte Maps überleben muss. Und die dritte Questart bezieht sich auf Items. Dass man bestimmte Items finden muss und mit den Items extracten muss. Die Belohnungen sind auch sehr unterschiedlich und individuell. Sie sollen erstmal den Spielern beim Progress helfen. Je nachdem, wo ein Spieler sich befindet, soll er eben eine Hilfe bekommen für seinen Progress, dass es da besser vorwärts geht. Und die Spieler unterstützt in ihrem Progress. Es ist so, dass diese Quests automatisch generiert werden. Das heißt, durch diese automatische Generation hat sozusagen keiner einen Einfluss darauf, welche Quests ein Spieler bekommt.
Der Algorithmus funktioniert so, dass der Spieler sozusagen langfristig soll das so sein, dass ein Spieler analysiert wird, der Spielstil eines Spielers und so weiter. Und der Algorithmus soll sozusagen lernen, darauf die Quest sogar anzupassen. Cool. Habt ihr irgendwelche Fragen? Habt ihr irgendwelche Fragen? HyperRed. Also, in der Zukunft wird es da auch Quests geben, die dich persönlich beeinflussen. Also zum Beispiel, also ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll, aber sagen wir zum Beispiel die Bitcoin-Farm. Dass deine Bitcoin-Farm defekt ist zum Beispiel und dass du auf einen Raid reingehen musst, um deine Bitcoin-Farm wieder zu reparieren, weil du irgendwas finden musst. Wird sowas kommen? Also diese Frage bezieht sich ja auf nicht automatisch generierte Aufgaben, sondern speziell dedizierte Aufgaben, die sich sozusagen auf den einzelnen Spieler beziehen. Werbung. Und also er will wahrscheinlich sagen, dass sowas momentan nicht drin ist. Ne? Gerade noch gezockt, Panda? Powerlappen, moin, Powerlappen. Bitcoin-Farm geht nicht immer bei mir hoch. Du fragst, weil es bei mir gerade ins Auge sticht, hat dann eine Skillbaum Rocket Launcher nicht mehr ausgegraut? War das vorher schon so? Einige Skills habe ich schon gehört, sind wohl hinzugekommen und auch verändert worden und nicht mehr, das ist einiges verändert worden, ja. Bitcoin-Farm ist aus bei euch. Weiß jemand, was genau die Nachricht von Brapa zu sagen hat? Die Nachricht, ich hab's auf Twitter rausgehauen, Toxic. Die Nachricht sagt, dass Tücher, also Cordura, Aramid, also die vier Tücher, teuer werden in nächster Zeit. Er sagt, es wird eine Preisexplosion geben, ähnlich wie bei den Bitcoins 2017. Also eine sehr, sehr starke Preissteigerung. Deswegen lohnt es sich momentan wohl sehr, sehr Tücher zu craften. Also Tücher werden teuer. Die Nachricht bekommen nur Leute, die schon Level 42 sind. So. Also. Also, wir können uns vorstellen, dass es in Zukunft Aufgaben geben wird, die dich tatsächlich individuell beeinflussen. Dinge, die sozusagen automatisch generiert werden, aber ein bisschen tiefer ins Detail gehen, bis einzigartiger sind, ein bisschen sozusagen spezieller auf persönliche Spielstände eingehen. Das kommt schon, kann schon kommen in Zukunft. Noch Fragen? Landmark. Ist in Zukunft Quests geplant, die man sich teilen kann unter verschiedenen Spielern? Ja. Also in Zukunft könnte es schon so sein, dass Aufgaben können, oder es wird so sein sogar, dass Aufgaben kommen, die mehrere Leute beeinflussen oder sogar jeden beeinflussen. Zum Beispiel, es ist zum Beispiel ein großer Pool, in dem sämtliche Quests einfließen. Also das Ganze ist dann über das ganze Spiel, also global. Also mit anderen Worten, du musst eine Fraktionsquest machen, zum Beispiel für die Bears oder für die Usex. Oder du musst zum Beispiel irgendwas als Scav machen und es wird einen globalen statistischen Pool geben, wo sämtliche Ergebnisse dann sozusagen gesammelt werden, sodass man gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten kann. Also sozusagen eine Quest, die du nicht alleine schaffen kannst, sondern wo jeder Spieler seinen Teil dazu beitragen muss. Wird es geben. Hat jemand eine Frage? Ja, Glorious. Wenn du sagst, jeder muss seinen Beitrag leisten, bedeutet das, dass wir dann teamen müssen, also im Team spielen müssen? Also, pass auf, ein einfaches Beispiel. Eine Aufgabe ist zum Beispiel als Bär, du musst Usex töten. Und es gilt zum Beispiel, 10.000 Usex zu töten. Und das ist ein globales Event, wo eben alle Bears die Usex
Killen sozusagen die Anzahl der Kills zusammengezählt werden. Und der Progress findet sozusagen dann global statt, dass die ganze Fraktion gemeinsam daran arbeiten kann. Also wie ist das da mit den Belohnungen? Bekommt dann jeder Bär eine einzelne Belohnung oder wie ist das? Ja, genau. Also ist zum Beispiel so, dass dann zum Beispiel Brapor ein Secret Loyalty Level freischalten kann, nur für die Bears, dass also nur die Bears Zugriff drauf haben, zum Beispiel, also spezielle Belohnungen für eine Fraktion. Also, wir haben die Dailies, wir haben die Weeklies. Es ist so, dass die Daily Quests sehr einfach sind und die Weeklies dann sehr schwer sein werden. Also es ist so, dass der Algorithmus, dass die Schwierigkeitsgrade der Quests gleich sein werden, nur die Anzahl wird höher sein. Also zum Beispiel, du musst das und das Item finden, was zum Schwierigkeitsgrad gleich ist, aber du musst für eine Weekly Quest mehr von diesen Items finden. Einige von den Aufgaben werden relativ leicht sein, andere wiederum werden sehr, sehr schwer sein. Es ist natürlich angepasst auf dein persönliches Profil, auf deinen Account sozusagen. Also zum Beispiel wirst du, wenn du zum Beispiel die leichtesten Aufgaben nicht schaffst als Spieler, wenn die leichtesten Aufgaben schon nicht schaffbar sind, dann wird das System das erkennen und dir das nächste Mal noch leichtere Aufgaben geben, die du dann schaffen kannst. Also was habt ihr jetzt noch geplant in den Patches? Es kommen jetzt noch, also 4 Patches, noch 3 weitere Folgen. Kannst du vielleicht, ich frage einfach mal, kannst du sagen, ob Lighthouse früher kommt oder ist es ein Weihnachtsgeschenk? Kann man da schon was sagen? Ich kann leider nichts dazu sagen. Ich kann leider nichts zu sagen. Es ist bei Lighthouse noch viel zu tun. Ich kann leider überhaupt nicht sagen, wann es kommt. Wir haben so ganz grobe Pläne, aber wir können nicht drüber reden. Es ist einfach noch zu undurchsichtig, auch für uns selber. Leider nicht. Okay, und wir haben jetzt die ganzen Features, die ihr geplant habt, gehört, mit Inertia und so weiter. Sind diese Features noch alle geplant? Oder sind einige von den Features nicht mehr geplant? Entschuldigung, ich kann gerade nicht antworten. Ich hab gerade Feedback bekommen von der Firma. Ich muss gerade antworten. Gibt es irgendwas, was ich klären muss? Okay, Nikita, nimm dir 5 Minuten. Wir haben auf jeden Fall Zeit. Schocki. Bei dir läuft die. I'm very hyped and interested about this because they will give you a goal in the game, right? Wir sind sehr aufgeregt wegen den Daily Quests, weil das Ganze gibt uns wieder ein Ziel im Spiel, ne? Also, was ich besonders toll finde, sagt, dass du halt verschiedene Aufgaben hast. Also Kill-Aufgaben, Überlebensaufgaben, Items-Aufgaben. Ich finde das großartig, dass es so schön verteilt ist. Ich finde es auch super, sagt Landmark. Gibt vielen Leuten wieder was zu tun. Wieder Content sozusagen, wieder Aufgaben. Möglicherweise dauert es nur ein paar Stunden, sagt Landmark, aber es ist was zu tun. So, Nikita, also die Idee war wirklich, etwas zu kreieren, was einzigartig ist. Also nicht die Mechanik an sich, aber sozusagen die Umsetzung für jeden einzelnen Spieler war uns wichtig, dass wir das so rausbringen. Ginger, bitte. Kommen die Daily Quests nur von einem Händler? Oder kommen die von verschiedenen Händlern? Also, die Daily Quests kommen von jedem Händler. Jeder Händler wird Quests haben und jeder Händler wird sozusagen getrennt zu leveln sein. Getrennt lernen, wie du funktionierst, wie du mit den Aufgaben klarkommst. Wie lange du brauchst für Vorbereitungen, um die Quest zu schaffen,
Und auch die Art der Quests wird unterschiedlich sein. Zum Beispiel wird der eine Händler verlangen, dass du Essen besorgst, während dann zum Beispiel Mechanic wiederum verlangen wird, dass du vielleicht eine Waffe organisierst. Also auch da sind die Aufgaben unterschiedlich. Am Ende des Tages passt sich das System halt auch wirklich auf deine eigene Spielweise an und wird lernen und auch im Laufe der Zeit anders agieren für dich persönlich. Also sehr individuell. Wird das die Trader-Reputation verändern? Wir haben entschieden, die Reputation nicht zu verändern. Es kann ja sein, dass Quests, die nicht geschafft werden, dann negativen Einfluss haben. Das wollten wir nicht. Wir wollten nicht, dass fehlgeschlagene Missionen einen negativen Einfluss auf deinen Progress haben und die Reputation runterziehen. Es sollte nicht Sinn der Sache sein. Also Negator sagt, also, dass es keinen negativen und keinen positiven Einfluss haben wird auf deine Reputation. Nikita sagt, ja, es wird keinen Einfluss haben. Werden die Quests härter sein mit dem Level? Oder härter sein mit dem Erfolg, den du hast bei den Quests? Quests werden härter mit dem Level. Je mehr du levelst, desto schwerer werden die Quests. Trotzdem, nochmal, der Algorithmus lernt, wie du persönlich spielst und wird sich natürlich dementsprechend anpassen. Was ist mit dem Belohnungssystem? Werden die Belohnungen besser mit schweren Quests? Haben wir mit höherem Level auch bessere Belohnungen? Ja, natürlich. Ja, ihr werdet mit höherem Level auch bessere Rewards bekommen. Ja, das ist auch meine Frage, ob es einen Fortschritt gibt mit diesen Quests, dass die Quests immer schwerer werden und immer bessere Belohnungen gibt. Ist das am Ende ist das so, wie ihr es geplant habt? Ja, also zum Beispiel, ein Spieler, der auf Level 5 bis Level 11 ist, der wird halt ziemlich einfache Aufgaben haben. Zum Beispiel, bringe irgendeine Art von Essen oder Trinken oder eine einfache Scaff-Wappe. Also, das nach Hause zu bringen, ziemlich einfache Aufgaben. Die bringen dir auch nicht viel an Belohnung. Es ist aber so, dass diese Belohnungen immer besser und besser werden, je weiter du levelst. Wenn du zum Beispiel Level 71 bist, wirst du halt auch verdammt gute Belohnungen kriegen. Aber die Quests werden entsprechend auch sehr, sehr viel schwerer sein. Okay. Also können wir weitermachen? Mit der nächsten Frage? Eine Frage noch, bevor die Jungs und Mädels was fragen. Was die Zukunft des Spiels angeht, wo siehst du dich jetzt im Vergleich zum Anfang des Jahres? Wo siehst du Streets of Tarkov? Also, wir wollen jetzt kein Datum haben, aber wie ist die Weiterentwicklung? Wie läuft das bei euch? Ich meine, ihr habt mehr Mitarbeiter bekommen. Ist es immer noch so, dass ihr mehr Mitarbeiter bekommt, dass ihr wächst? Oder wie ist momentan der Stand? Also es ist momentan so, dass wir nicht viele Features, nur komplett neue Features übrig haben, die wir angehen müssen. Viele Features sind in Entwicklung und kurz vor Abschluss. Und da sind auch einige Kernfeatures drin, die noch zu Ende programmiert werden müssen. Und wir bereiten uns primär vor auf Version 12.12 und wir werden zum nächsten Jahr diese neuen Kernfeatures und Kernlocations fertig haben. Also rechnen mit Anfang 2022. Und das ist es. Das ist es. Wir könnten versuchen, das noch dieses Jahr zu schaffen, aber es wäre einfach zu schwer, zu hart. Es würde keinen Sinn machen. Also wir hoffen, dass wir Anfang nächsten Jahres das Projekt beenden und einen großen Meilenstein beenden werden, um wirklich große neue Kernelemente des Spiels komplett zu releasen. Wann genau das kommt, also wann genau das Datum ist, das werden wir auch dann erst
Also es wird nächstes Jahr sein. Es wird nächstes Jahr sein. Und wir... Also es muss nächstes Jahr sein. Was von Release, was den Release angeht. Wir möchten weitermachen. Wir sind momentan ein bisschen ausgelaugt. Wir möchten halt wirklich die Kernelemente jetzt endlich komplett abschließen. Es ist wirklich nicht mehr so viel übrig. Also nicht in Arbeit, nicht im Sinne von viel, es ist noch nicht mehr viel Arbeit zu tun. Aber was das Spiel selber angeht, was die Kernfeatures angeht. Das Spiel hat momentan wirklich schon viele, viele Elemente und viele, viele Features und viele Mechaniken. Zum Beispiel Hideout und was alles dazu gehört. Es ist jetzt schon so, dass alles drin ist, was wir brauchen, um das Spiel zu spielen. Was wir natürlich jetzt ganz dringend brauchen, ist das Finishen, also das Beenden der Storyline-Quests, dem Spiel eine grundsätzliche Richtung zu geben. Warum spielst du das Spiel? Was ist Escape from? Dass wir das Spiel sozusagen ein komplettes Finish geben und wenn wir die Elemente drin haben und das alles beendet haben, dann ist das Spiel erstmal beendet für den Release. Es ist noch nicht ganz zu Ende, weil natürlich werden dann noch DLCs kommen in der Folge und so weiter. Da wird natürlich noch weiterer Content kommen. Aber es ist halt wirklich... Es ist wirklich das Allerwichtigste für uns, dass wir diesen Release einhalten, und zwar nächstes Jahr. Es ist für uns essentiell, nächstes Jahr das Spiel komplett fertig zu haben und zu releasen. Wir werden sehen, was uns noch alles erwartet bis dahin, aber wir hoffen, dass wir alles schaffen, weil es ist super, super wichtig für uns, dass wir nächstes Jahr Escape from Tarkov releasen. You were mentioning some core features, Nikita, which still need to be finished. Can you mention them? Like, what are we talking about? Streets of Tarkov and the Unity update and what are we talking about here? Also, welche Features sind jetzt noch geplant als Kernfeatures? Woran reden wir da? Unity Engine? Nein. Unity Engine ist ja für dieses Jahr noch geplant. Unity Engine kommt dieses Jahr. Wovon wir reden als Kernfeatures, ist nicht so ein paar kleine Features oder ein einzelnes Feature, sondern es geht bei den Dingen, worüber wir reden, um Kernelemente, die das komplette Spiel betrifft. Also sozusagen nicht ein einzelnes Element, sondern ein Gesamtelement. Das Spiel an sich, das Spiel an sich sozusagen als einzelnes Element. Zum Beispiel... Okay. Also, like, zum Beispiel Features einzubringen, die auf verschiedenen Maps Einfluss haben, die halt so groß sind, dass sie Maps miteinander verknüpfen, die neue Bewegungstypen beinhalten. Also es fehlen noch ein paar kleinere Sachen und es fehlen ein paar größere Sachen und die müssen halt getan werden. Also ich möchte jetzt so sagen, es ist am Ende des Tages einfach eine Riesenliste, die wir noch vor uns haben, das ist ganz klar. Und es ist, wenn man sich die Liste anschaut, einfach nicht möglich, diese Liste in einem Zug fertig zu schaffen. Das ist nicht möglich. Schaffen wir nicht. Deswegen machen wir das so, dass wir nächstes Jahr mit einem fertigen Produkt releasen und Elemente, die wir nicht schaffen, in DLCs transferieren werden. Die werden in deinen DLCs kommen. Also die werden nicht entfallen, aber die werden halt dann später rauskommen. Einige der Core-Features werden noch dieses Jahr kommen. Einige der neuen Kernelemente. Ich hoffe, dass damit alles okay sein wird. Und nächstes Jahr werden wir wirklich den großen Teil abschließen. Wir fühlen fast schon den Abschluss des ganzen Projekts. Wir gucken wirklich momentan darauf, was fehlt noch ganz konkret, um das Spiel zu beenden und arbeiten darauf hin.
Wir sind kurz davor, den Release hinzubekommen. Ja, und unser kompletter Fokus, unsere komplette Arbeit und Leidenschaft und die Zeit, die wir haben, dieses Jahr und nächstes Jahr, hat wirklich komplette Priorität auf den Release, das Spiel abzuschließen. Ja, wenn du jetzt von Kellerelementen redest, die das Spiel upgraden, wir sehen ja momentan einige Upgrades, was jetzt Server angeht, zum Beispiel Desync-Probleme, Sound-Probleme, Map-Probleme und so weiter. Ja, also solche Dinge habe ich jetzt nicht erwähnt, weil wir sind die ganze Zeit dabei, diese Sachen zu fixen. Das ist kein Element unserer Arbeit, kein Feature, kein Projekt oder sowas. Wir reden auch nicht mehr darüber, weil das Dinge sind, an denen wir sowieso permanent arbeiten. Es sind sehr, sehr viele Dinge, was das angeht, die wir angehen. Wenn wir eine Content-Liste nehmen würden von den Features, die kommen, es ist halt eine riesen, riesen Liste, ohne solche Performance-Dinge mit reinzunehmen. Und diese Features, die wir planen, bringen halt sehr, sehr viele neue Probleme mit rein, brauchen sehr viele Testphasen, da müssen wieder viele Dinge wieder behoben werden. Und das ist für uns auch ganz normal, das durchzuziehen. Es ist für uns normal, über solche Serverprobleme und sowas. Es ist normal für uns, das zu machen, das zu beheben und permanent dran zu arbeiten. Und es ist gar kein Thema mehr, darüber zu sprechen, weil das ist Teil unserer täglichen Arbeit. Das ist aber gehört nicht zu den Punkten, die ich gerade aufgezählt habe, was jetzt Features und Projektpläne angeht. Ask them, and I'm sure Nikita is here. Nikita is this type of person who he has been here in this podcast, in this channel for 3 times already, and he knows that we are asking challenging questions. He is not hiding from. Nikita war hier bei einem Podcast schon 3 Mal mittlerweile, und er weiß auch, dass wir teilweise auch anstrengende Fragen stellen. Also Leute, wenn ihr Fragen habt, dann gerne. Ja, und Nikita sagt auch nochmal, ich möchte gerne, auch wenn Fragen gestellt werden, die ein bisschen spezifischer sind, also wirklich relativ konkret sind. Okay. Bombarding several chats with different kind of issues. And I'm trying to not to be sad about it too. Yeah. Also so, wenn es ist ja oft so, dass unkonkrete Fragen kommen, emotional getragene Fragen. Und es ist ja auch oft so, dass Chats bombardiert werden mit solchen Fragen. Es ist so, für mich ist es ja auch so, wir haben viel Arbeit und es ist nicht selbstverständlich, wenn wir jetzt sozusagen keine fokussierten Fragen stellen, werde ich auch Schwierigkeiten haben, in Zukunft solche Podcasts begleiten zu können. Deswegen bitte versucht, konkrete Fragen zu stellen. Okay, also eine Frage von mir ist, was ist mit den Raidern auf Labs? Habt ihr da die Spawnrate verändert oder was ist da momentan genau los? Nikita sagt, das ist ein Bug. Es ist ein Bug, deswegen haben sich die Raider komisch verhalten und das ist mit diesem Update behoben worden. Raiders sollten jetzt wieder ganz normal sich verhalten und ganz normal spawnen auf Labs. Ab jetzt. Gehört zu diesem Bug auch das Problem, ich habe es nicht ganz verstanden, mit dem Damage, glaube ich. Also ein Teilproblem auch behoben ist, was er gerade behoben hat. Nikita meint, wir haben... Nikita sagt, soweit ich weiß, wissen wir über einige Bugs, auch was den Double Damage, glaube ich, angeht. Aber das Update ist schon drauf, Gecko. Aber wir wissen momentan gar nicht 100%, ob das auch Bugs sind. Oder ob das ein korrektes Verhalten von Munition und Waffen ist und so weiter. Wir gucken uns die Serverlogs genau an und versuchen momentan noch herauszufinden,
was da los ist. Aber ja, ich schreibe mir das jetzt gerade nochmal auf und wir werden das auch nochmal speziell abchecken. What are you talking about when you're mentioning raiders? Because me, I don't know. What's wrong with them? I mean, well, basically, when you open up an extraction, normally raiders will come where you open the extraction, right? Okay. Like if you open up hangar, raiders comes outside, like from the hangar, coming out from the hangar outside, parking the same thing. Also, wenn wir zum Beispiel Ausgänge öffnen und die Raider spawnen, dann spawnen sie oft nicht am Ausgang, sondern weiter weg. Also zum Beispiel auf, gegenüberliegend auf der Map oder sonst wo. Momentan ist es ja sogar so, dass sie teilweise gar nicht spawnen. Also wenn du Ausgänge öffnest, dass sie gar nicht kommen. Nikita sagt, ja, es ist so tatsächlich, dass sie gar nicht gespawnt sind. Die sind gar nicht gekommen. Du hast den Hebel gedrückt oder den Knopf gedrückt. Okay, so und die Raiders sind nicht gespawnt. Es war ein Bug und der Bug ist jetzt behoben. Also wir haben uns ja schon gefragt, ob das am Gear Farming liegt, dass die Leute zu viel Gear rausnehmen konnten über die Raider. Aber jetzt wissen wir, okay, es ist ein Bug. Wird es ein Feature sein, Sturmans Jacke zu bekommen irgendwann mal? Ist das geplant als Feature? Nein, es tut mir leid, aber es ist leider nicht möglich. Sturmann wurde sozusagen designt, einzigartig zu sein. Dass man ihn halt wirklich als einzigartigen Boss sieht. Und wenn jetzt jeder diese Weste oder die Jacke tragen könnte, wäre es nicht mehr einzigartig. Diese Jacke wurde einzig und allein für diesen Boss konzipiert und auch diese Einzigartigkeit mit der Kapuze und so weiter. Wie nennt man das? Hoodie? Ja, genau, Hoodie. Also, wenn du jetzt auch diese Jacke tragen könntest und diesen Hoodie hättest und den über den Helm ziehen könntest, das wäre ziemlich kompliziert, was allein das Artwork angeht. Aber es hat überhaupt für uns keinen hohen Stellenwert. Also das ist kein Thema momentan. Es werden einige Klamotten verfügbar werden durch Questkills, also zum Beispiel durch Sturmmann 100 Mal töten oder sowas. Also da werden schon noch Dinge kommen, aber nicht diese Jacke. Lower number instead? Good question. I don't know, because it's still a unique thing. Also wie ist das momentan mit der Killer Quest? Ist es noch mit der ganzen Veränderung immer noch so gewollt, dass man Killer 100 Mal töten soll, weil das ist ja schon sehr viel schwerer geworden, ne? Also Nikita sagt, meiner Meinung nach sollte das schon immer sehr, sehr schwer sein. Es war halt zwischenzeitlich relativ simpel für einige Leute, den Killer 100 Mal zu holen. Und sowas eigentlich nie gedacht. Es sollte schon immer schwer sein. Genau wie der Kappa-Container. Der Kappa-Container war nie gedacht, für jeden zu erreichbar zu sein. Es sollte was Einzigartiges sein. Schwer zu erreichen sein für die Spieler. Und deswegen haben wir das Ganze auch schwerer zu erreichen gemacht. Es war ein bisschen zu schwer dann zu erreichen und ja, das war dann wieder zu viel. Wir mussten das wieder ein bisschen zurückziehen. Aber das ist halt immer das Problem. Es ist immer das Problem. Wenn du versuchst, etwas zu kreieren, was einen Hardcore-Stil hat oder ein konzeptionell Hardcore ist an sich prinzipiell, dann ist immer die Frage, wie ist das Spiel verändert? Ist es zu sehr Hardcore? Ist es zu wenig Hardcore? Ein Spiel, was sich verändert, wird immer wieder ein bisschen weniger Hardcore sein, ein bisschen mehr Hardcore sein. Und für uns ist es halt auch teilweise sehr schwer, die Balance zu halten. Trotzdem ist es am Ende so, dass wir weiterkommen müssen, unsere Konzepte zu Ende kriegen müssen. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall weiterzugehen und die zweite Stufe von Waffenfehlfunktionen zum Beispiel ist einzigartig. Das wird fantastisch. Es wird super realistisch. Es bringt einige neue Waffenfehlfunktionen ins Spiel, 4-5, und ihr werdet sagen teilweise, oh mein Gott, wir haben schon Probleme gehabt mit einer einzigen Waffenfehlfunktion. Und jetzt haben wir 6 verschiedene Waffenfunktionen.
Wir haben uns entschieden, ein Feature reinzubringen, wo man gar keine Waffenfehlfunktion hat, bis hin zu 6 Waffenfehlfunktionen. Das heißt, eine Waffe, die in perfekter Kondition ist, also voll repariert und voll haltbar ist, diese Waffe wird in Zukunft keine Waffenfehlfunktion mehr bekommen. Wir haben uns entschieden, dieses Element reinzunehmen. Es gibt noch eine ganz, 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 ganz kleine Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, von 95% ist die Waffe sauber. Es gibt noch eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass es trotzdem noch ein Problem hat. Das sieht zum Beispiel jammt, aber wahrscheinlich wird sie einfach nicht mehr jammen, wenn sie voll repariert ist. Ihr wolltet das und wir haben das reingebracht. Also wird sie denn niemals jammen oder gibt es irgendwelche Konditionen, wo sie dann doch jammen kann? Ja, es wird eine Kondition geben, und zwar die Überhitzung. Also wenn eine Waffe überhitzt, dann kann das Element des Jammens, also dass die Waffe klemmt, wieder eintreten. Aber wirklich nur bei Überhitzung. Wenn man die Waffe normal behandelt und sie voll repariert ist, dann werdet ihr keine Waffenfehlfunktion haben. Aber wenn ihr sozusagen eine schlechte Waffe habt, wird die Chance immer weiter steigen für Waffenfehlfunktionen. Und diese Waffenfehlfunktionen werden eben sehr, sehr unterschiedlich sein. Ihr werdet Waffenfehlfunktionen bekommen, die ihr vorher noch nie gesehen habt. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Überhitzen der Waffe, was neu ist. Und damit auch verbunden das Klemmen einer Waffe. Also nicht in der jetzigen Version, aber später im Spiel, also zum Beispiel in 12.12, haben wir auch die perfekte sozusagen Umgebung geschaffen, mit allem drum und dran, auch mit solchen Waffenfehlfunktionen, dass es ein schönes Gesamtkonzept gibt. Also ihr werdet das Gefühl haben, ein schönes Hardcore-Feeling zu haben. Momentan nicht so wie jetzt. Nicht so wie jetzt, dass man jetzt Angst hat, oh mein Gott, ich kriege jetzt noch mehr Waffenfehlfunktionen. Und werde jetzt nur noch mit Fehlfunktionen arbeiten müssen. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr ärgerlich. Aber diese Waffenfehlfunktion Nummer 2, also nach 12.12 wird es einfach so sein, dass das Gesamtbild mit den Waffenfehlfunktionen ein ganzes schönes Bild gibt. Dass ihr euch freuen werdet, das ein Spiel zu haben. Was ist mit dem Overheating? Wie wird man das sehen? Ja, also es wird Rauchentwicklung geben, also wir werden sehen, wenn eine Waffe zu heiß wird. Und die Waffe wird erhitzen und es wird rauchen. Wird man das vielleicht, also man wird es nicht am HUD sehen, also an Icons oder so, sondern direkt an der Waffe? Ja. Also es wird rein visuell sein, wird es wirklich nur an der Waffe selber sehen. Es ist so, dass der Lauf oder der Schalldämpfer mit einer starken Überhitzung ein bisschen glühen wird, fast schon, wenn es richtig heiß wird. Also glühen ist das falsche Wort, aber es wird halt ein bisschen, es wird ein bisschen Leuchteffekte geben durch die Erhitzung. Und diese Überhitzung wiederum wird zu einer jeder Menge anderen Fehlfunktionen führen. Zum Beispiel verringerte Feuerrate, dass die Waffe nicht mehr so schnell schießt im automatischen Feuermodus. Also ich will jetzt an dieser Stelle gar nicht mehr darüber erzählen. Ihr werdet sehen, es ist ein wichtiges Feature für uns. Ihr werdet es selber sehen. So, also Landmark, HyperRed und so, Jinji, weiß ich nicht mehr genau, aber habt ihr Erfahrungen mit echten Waffen? Also habt ihr schon mal echte Waffen abgefeuert? Ja, ich habe ein bisschen. Also kaum Erfahrung mit echten Waffen. Ginger. Also es ist ja so, die Leute, die echte Waffen benutzt haben bereits, und die Vorschläge machen, wie halt eine echte Waffe funktioniert, wie es im echten Leben funktioniert, wie die Mechaniken sind und so weiter und so fort. Versucht ihr sozusagen immer wieder Sachen, die ihr neu einfügt, aus der Realität abzugucken, also
Sind das Elemente, die ihr aus eurem echten Waffenumgang kennt? Ja. Also die ganzen Fehlfunktionen, die wir bekommen, die wir einbauen oder auch sonstige Features, basieren zu 100% aus Erfahrungen mit echten Waffen. Die grundsätzliche Idee dahinter ist, also die grundsätzliche Idee hinter den Problemen, hinter den Malfunctions, basiert wirklich darauf, dass wir selber auch diese Erfahrungen gemacht haben im echten Leben mit den Waffen. Deswegen denke ich, dass diese Elemente ein guter Punkt sind, in das Spiel, den Weg ins Spiel zu finden, weil es halt so nochmal realistischer wird. Also ich möchte an dieser Stelle mal klarstellen, EFT ist praktisch, beinhaltet praktisch alles, was wir im Spiel haben wollten. Also EFT hat nicht den Fokus auf USAC Bears, aufs Looten, auf die Maps oder sonst irgendwas. EFT ist sozusagen ein großes Gesamtkonzept, was alles, was wir sozusagen einbauen, also auch die Waffenfehlfunktion und so weiter, bilden erst das gesamte Bild an EFT. Also EFT ist einfach alles zusammen, also Gesamtpaket von allem, die Emotionen, alles, was drin ist. Wenn ein Future fehlen würde, dann wäre es nicht mehr EFT. Also natürlich ist es so, dass wir einzelne Features und so weiter reinfügen. Und wenn uns jemand fragen würde, welches Feature macht EFT aus, dann gibt es kein Feature. Es gibt kein Feature, was EFT ausmacht. EFT soll halt wirklich ein Gesamtkonzept sein. Und wenn wir wieder auf die Malfunctions zurückgehen, die Malfunctions können einfach nur gut sein für das Spiel. Also sie sind einfach ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft. Also ich könnte mehr Wörter sagen im Englischen. Auf Russisch wäre es leichter für mich, um das zu sagen, auszudrücken, was ich sagen will. Ja. Aber ihr werdet sehen, wie toll die Malfunctions werden. Ich weiß, ich rede viel, sagt Glorious E. Sorry dafür, aber eine Frage. Frage zur Arena. Werden wir in der Arena werden wir ein kompetitives System haben? Werden wir in der Arena, wie wird das funktionieren? Wie machen wir Geld? Wie funktioniert Arena? Also, ich hoffe, dass der erste Teil von Arena noch vor Neujahr kommt. Ich kann euch leider an dieser Stelle nicht mehr so viel erzählen. Aber ja, du wirst in der Lage sein, Geld zu verdienen, wenn du Arena gelinkt hast mit deinem Main-Account, wenn du die Spiele verknüpft hast. Du wirst aber auch Geld verdienen können, also alles machen können, wenn du EFT nicht hast. Also das wird definitiv ein Standalone-Spiel. Arena wird alleine zu kaufen sein und alleine zu spielen sein. Also DLC Content, you mean, or? Yes, like the feature of this maximum package of the game. Okay, the content which comes with that certain package that you buy. Yeah. And you receive it all for free because you bought the maximum version of the game. So you will receive the arena, and you have the connected main account to the arena, and you'll be able to earn money for the main. Also momentan sieht's so aus. Das war jetzt interessant, dass die Arena, wie wir schon wussten, verbunden sein wird mit dem Hauptspiel. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass du mit der EOD-Version Arena kriegst, kostenlos dazu. Und wenn du die EOD-Version hast, dann kommt die Arena-Version sozusagen bereits connected mit deinem Hauptaccount. Es wird schon verbunden sein. Und primär ist es kreiert für Leute, die mal eine kurze Runde spielen wollen, Spaß zu haben im EFT-Universum. Arena ist natürlich primär PvP,
Es wird aber auch viele Trainingssessions geben, wo man da wirklich reines PvE machen kann. Wo man mit dem Team trainen kann, in verschiedenen Modi und so weiter. Es ist so ähnlich wie der PvE-Modus in EFT, aber ja, wir haben das praktisch, es war leichter umzusetzen, weil halt die Gebiete viel kleiner sind, die Maps sind kleiner. Es ist momentan auch so, dass die Arena-Spiele auf unseren Standard-Servern, auf anderen Servern stattfinden werden. Also die Server sind dann auch die gleiche. Deswegen ist es momentan recht gut umzusetzen, dass wir da schon recht weit sind. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ihr sehr weit seid schon mit Arena. Kannst du da noch was zu sagen? Also mir fällt es schwer, da jetzt genau zu sagen, wie wir heute sind. Also im August haben wir bereits mit der vollen Produktion sozusagen angefangen von Arena. Wir haben ein dediziertes Team, was sich nur um Arena kümmert. Wir haben wir haben zum Beispiel die Ragdolls komplett fertig. Wir haben das Matchmaking komplett fertig. Also ja, wir haben schon einigen Progress geschafft bei Arena. Wir sind gut dabei. Und also vielleicht wird es noch einen Ausblick geben vor Arena Release. Aber ich weiß es noch nicht. Und ja, wir arbeiten an Arena auf jeden Fall ziemlich hart. Also du hast gesagt, es wird PvP orientiert, primär. Wie setzt ihr dieses PvP eigentlich kompetitiv um? Wie wird das sein? Wie wird das kompetitive Element bei der Arena sein? Wie kann man sich das vorstellen? Also es ist so: Die Arena wird verschiedene Game-Modi haben. Das kann sein PvE, PvP und alles dazwischen. Es wird Multiplayer Sessions geben, die gerankt sind, und es wird Sessions geben, die unabhängig von kompetitiven Ranked Games sind, also sozusagen Unranked Matches, zum Beispiel wie bei Counter-Strike. Du wirst in der Lage sein, mit jedem zu spielen, deinen Spaß zu haben, Spiele mit deinen Freunden zu spielen, gegen deine Freunde zu spielen, mit deinem Team zu üben und so weiter. Diese Spiele werden natürlich online sein, aber sie sind nicht gerankt. Also du wirst einfach in der Lage sein, zu trainieren, Spaß zu haben, Content zu machen, was du willst. Also das wird komplett getrennt sein. Alright. I just had a question regarding like going back to like sort of like the PvP aspect. I've noticed that the arms kind of tank bullets sometimes. Do you know if there's like it's a hitbox bug or anything like that? We actually changed it several times already and Also, was mit Hitboxen? Habt ihr davor, da was zu ändern? Wir haben die Hitboxen schon mehrfach verändert mittlerweile. Wir haben uns schon mehrfach um darum gekümmert, das besser, noch besser zu machen. Also, wir wissen, dass es einige Probleme gibt, was auch Penetration angeht, und dass einige Kugeln hier und da doppelten Schaden machen. Und it's not nothing something like they're not do big difference right now. I don't know, maybe something changed because but I wasn't reported that Ausrufezeichen Arena Martinell. Yes, Ausrufezeichen Arena. But not so much. Okay. I had a recent experience with a Lapua AP. Das so die meisten Infos. Like a shot. So if you shoot someone at the chest level and let's say their arm that's holding the gun takes the shot, it'll count completely towards the arm and like it won't do any other damage. That's strange. I need to recheck it. Okay. Okay, also die Frage ist, wenn du jetzt auf die Brust schießt und sozusagen die Hitbox ist so aufgebaut, dass du dann die Brust getroffen wird. Was ist aber, wenn sozusagen die Hände vor der Brust sind, ob dann der Damage in die Hand transferiert wird, oder wenn du zum Beispiel eine Hand vor dem Kopf hast, ob dann der Schaden nicht in den Kopf geht, sondern in die Hand transferiert ist, ob das auch so beabsichtigt ist.
Nikita sagt, ja, also es gab mal einen Bug damit und ich werde es mir auf jeden Fall aufschreiben, dass wir das nochmal abchecken werden. Weil ich bin mir nicht sicher, wie da der aktuelle Stand ist. Ich will nichts Falsches sagen. Ich schreibe mir das auf, wir werden es checken. Also meine Community sagt Ninja, fragt ziemlich viel über den Arena-Modus. Es gibt viele Leute, die EFT spielen wollen, aber nicht können, weil sie Angst haben, vor Solo reinzugehen. Man muss momentan eher als Team reingehen, was nicht für jeden leicht ist. Dann ist es sehr schwer, weil es kein Tutorial gibt, ins Spiel reinzufinden und so weiter und so fort. Genau, also nochmal zu Arena. Also die allererste Location bei erstmal Escape from Tarkov wird eine Art Trainingslocation sein in Zukunft. Also da werden wir in Zukunft Aufgaben haben, die dir das Spiel erklären. Wie lootet man? Wie legt man sich hin? Wie bewegt man sich? Also die Basics von Escape from Tarkov. Die werden in der allerersten Map, die bald kommen wird, zu machen sein. Okay, danke. Ich habe noch eine Frage. But like, you know, I go into like, I say dorms, I don't have to select the key, but in labs I have to select the key to open. Ach so, warum muss ich auch bei Labs, wenn ich die Türen öffne, die Schlüssel auswählen, wenn ich eine Tür habe, dass ich den richtigen Schlüssel auswählen muss? Bei in den Dorms ist es ja zum Beispiel nicht so. On the streets of Tarkov location. And these entrances will be under the key card. Ja, also so. Du wirst ja in Zukunft einige Maps über andere Maps begehen können. Das ist momentan noch nicht im Spiel drin, aber es wird später kommen. Und es wird halt später so sein, dass diese Übergänge mit genau solchen Türen sozusagen versperrt sein werden. Das heißt, du wirst in Zukunft zum Beispiel von Streets of Tarkov nach Factory gehen, Eingang finden und zum Beispiel von Factory mit deinem Key in Labs reingehen können. Von Labs wiederum wirst du zum Beispiel ausbrechen können in wieder eine andere Location. Und deswegen haben wir momentan noch dieses Auswahlsystem mit den Schlüsseln. Aber ich will es nochmal besser erklären. Also wenn ich zum Beispiel eine Tür öffne in Dorms, dann wird die Tür ja automatisch geöffnet. Also ich muss ja nicht den Schlüssel auswählen, mit dem ich die Tür auswähle, öffne. Aber auf Labs ist es so, wenn ich in den roten Raum reingehen möchte, dass ich eben den roten Key brauche und nicht den grünen. Ich muss den roten Key manuell auswählen. Ah, jetzt verstehe ich, was sie meint. Ja, genau. Es gibt ein Auswahlmenü für die richtige Karte. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich kein Problem. Ich werde es aufschreiben. Das können wir beheben. Also ich mache es manchmal so, dass ich zum Beispiel Leute stresse, wenn sie im roten Raum sind, dass ich immer wieder die grüne Schlüsselkarte benutze, um die Leute zu stressen. Also ich benutze immer wieder die grüne Karte, das macht immer wieder piep, piep, piep. Und das macht natürlich einen gewissen Stress zu denjenigen, der in einem Raum drin ist. Also es gibt auch Optionen, dass man die Schlüssel auswählen kann. Es gibt auch viele Möglichkeiten. Okay, das ist interessant, ja, Leute zu stressen. Und ja, das ist auch eine coole Idee, ja. Können wir nochmal auf Labs schauen. Es gibt immer noch einige Räume, die ziemlich wenig Loot haben. Ob man den Loot nochmal... Also zum Beispiel Red Room ist besser geworden, einige Räume sind besser geworden, aber ich habe das Gefühl, dass speziell der blaue Raum, also Blue Room, immer noch recht schlecht ist. Es gibt einen Ledic Spawn, ein paar Stims, aber da ist nicht viel drin. Nikita sagt, ja, du hast recht, ich schreibe mir das auf, wir werden das direkt verbessern. Das ist gar kein Problem, da gucken wir mal drüber. Gibt es in der Zukunft irgendwelche Ideen für eine Killcam oder eine Möglichkeit, sein eigenes Gameplay nach dem eigenen Tod zu sehen
wie ich gestorben bin oder auch wie der andere gespielt hat, wie ich gespielt habe, zu lernen über seine eigene Runde, also sozusagen Replay zu sehen. Gibt es sowas? Also, momentan ist es technisch sehr, sehr schwer, sowas umzusetzen. Wenn wir die neuen Netzwerksachen regeln für Tarkov Arena, dann wird das kommen, weil wir brauchen es für die Arena. Es wird implementiert in EFT Arena und es wird definitiv kommen. Ich weiß noch nicht genau, wie es genau umgesetzt wird in Escape from Tarkov selbst, weil in Arena ist es natürlich verständlich. Es sind festgelegte kurze Matches. Es ist ein festgelegtes Preset, feste Layouts, feste Kameras zum Beispiel, so dass man sowas verstehen kann. Aber also in den Räumen, wo Kameras sind und so weiter. Aber in Escape from Tarkov haben wir eben nicht diese instanzierten Räume und Maps, sondern das sind offene Bereiche, wo eben keine Kameras sind. Wir haben überlegt, vielleicht zum Beispiel eine Helmkamera einzubauen. Vielleicht sogar so, dass du eine Helmkamera kaufen musst, die Helmkamera ansetzt an deinen Helm und dann zum Beispiel in der Lage bist, das aufzunehmen und dann im Hideout deine Runde zu sehen. Vielleicht machen wir das in diese Richtung. Wir überlegen noch, wie wir das implementieren. Also, was ich auch gerne sehen würde, ist eine Übersicht, wie sich insgesamt die Leute bewegt haben. Also nicht nur einen eigenen Clickcam, sondern wie sich Spieler bewegt haben, Profis vielleicht, um das zu verstehen, das Movement und sowas. Ja, also wir haben momentan die Idee, das auch umzusetzen. Wir finden, diese Übersicht zu sehen, wie sich Leute bewegen, die Effizienz zu steigern durch gutes Movement, gutes Verhalten und so weiter. Also wir selber haben ja die Informationen, wir sehen das, wir können das alles... Wir können alles tracken und es ist sehr interessant für uns zu sehen, wie sich die Spieler verhalten und so weiter. Ne? Ob das jetzt aber wiederum für die anderen Spieler bereitgestellt wird, eher fraglich. Also es ist momentan wirklich ein cooles Feature, aber es ist für uns, um das Spiel besser zu machen. Nicht für die Spieler, um da Vorteile rauszuziehen. Also, die Server auf Arena werden definitiv besser. Wir müssen viel Networking machen. Das Networking, was ich gerade angesprochen habe, bezieht sich primär auf Arena, weil die Arena einfach bessere oder andere Server braucht, andere Netzwerkstrukturen braucht. Es ist nicht so, dass wir einfach alles zusammenmixen können und dann passt schon alles, sondern wir müssen die Qualität insgesamt unserer Netzwerke, also unserer Netzwerkstruktur, stark steigern, damit wir Arena vernünftig implementieren können. Und das erfordert nochmal viel Arbeit, Netzwerkarbeit. Vielleicht nochmal kurz wegen dem blauen Raum auf Labs. Wir haben jetzt den Ultra Medical Raum auf Interchange wirklich sehr, sehr oft gelootet. Wir haben das Gefühl, da ist gar nichts drin. Also in dem Ultra Medical ist nichts mehr drin. Mach jetzt nicht mehr rein, wir wollen gar nicht, dass mehr drin ist, aber vielleicht würden gerne wissen, ob ihr das bestätigen könnt, dass das so ist. Ja, also es ist so, wir können momentan mit einem Knopf sozusagen komplett sehen, was genau wo passiert, wo, wie oft, welcher Loot spawnt, wie oft, welcher Loot das ist. Wir können das wirklich sehr, sehr detailliert prüfen. Und vielleicht hast du recht, vielleicht stimmt es nicht, vielleicht ist es Zufall, dass ihr 10-mal eben Pech hattet, aber ich werde es checken. Ich schreibe mir das auf und wir werden den Ultra Medical Room auf jeden Fall checken. Also mir ist aufgefallen, dass in den Räumen, wo früher sehr, sehr guter Loot war, momentan weniger Loot ist oder gar kein Loot. Vielleicht ist es nur bei mir, aber ich habe in letzter Zeit gar nichts gefunden.
was changed. Also, das alte System, wie Items gespawnt sind, das alte System hat sich komplett verändert. Im Grunde genommen können wir gar nichts mehr auf das alte System zurückführen. Die Qualität des Loots momentan, wie soll ich sagen? Also sozusagen die Qualität des Loots insgesamt hat sich nicht verändert. Es ist ein bisschen gestiegen. Aber die Verteilung hat sich eben stark verändert. Wenn du glaubst, dass da nicht mehr so viel Loot ist, wie sonst Ladexes weniger findest und du das Gefühl hast. Okay, es ist momentan nicht so. Das neue Loot-Spawn-System hat wirklich exakt den gleichen Loot insgesamt. Aber eben nicht mehr da, wo ihr ihn vorgefunden habt. Also es ist anders verteilt. Natürlich, auch dank deines Feedbacks, werden wir versuchen, das Ganze ein bisschen besser nochmal zu balancieren und auch besser anzupassen. Zum Beispiel gibt es ja Räume, die abgeschlossen sind und wo man auch relativ teure Schlüssel braucht. Also es gibt auch genauso Räume, die billiger sind und so weiter und so fort. Und sowas können wir anpassen, dass wir sozusagen versuchen, Wahrscheinlichkeiten zu ändern. Also ich mag halt nicht grundsätzlich die Idee, dass man immer wieder dieselben Räume angeht, dieselben Bereiche angeht, um einen gewissen bestimmte High-Loot zu finden, immer wieder dieses schnelle Rum. Viele sagen, ja, das gibt ja gute PvP, wenn alle an dieselben Punkte rennen. Ich mag diese Grundidee nicht. Also, es gibt immer noch Point of Interest, also Stellen, die sehr, sehr wertvoll sind, aber sie haben sich halt verändert und sie sollen auch immer randomisiert sein, also sich immer verändern. Man soll das Spiel nicht mehr so vorhersehen können. Man soll nicht das Spiel so lernen können, dass man es immer wieder repetitiv dasselbe machen kann. Natürlich ist es so, dass jetzt, wo die Grenzen aufgelöst wurden und wo jeder am Roamen ist, jeder sich frei bewegt, natürlich ist es jetzt so, dass einige Leute dann sagen, das ist aber nicht das Spiel, was ich gerne spiele. Das Spiel, was ich gekauft habe, warum ich es gekauft habe, es hat sich komplett verändert, es ist ruiniert, Tarkov ist tot. Also, versteht nochmal. Wir gehen zwei Schritte vor und natürlich dabei auch einen Schritt zurück. Das Spiel ist ein Hardcore-Spiel. Und das bedeutet, ihr müsst bereit sein auf alles einfach. Zum Beispiel komplettes Fehlen von Loot. Darauf müsst ihr vorbereitet sein, dass es in Raids gar kein Loot mehr gibt. Oder dass man eine gefährliche Umgebung begehen muss, die feindlich ist, also giftig oder sonstiges. Also, dass Dinge plötzlich nicht mehr so sind, wie man sie kennt. Das ist dieser Schritt zurück sozusagen, weil es ist natürlich schwer, so den perfekten Mittelweg zu finden bei dieser ganzen Sache. Aber am Ende des Tages müssen wir weiterkommen und natürlich versuchen wir das nicht zuletzt mit eurem Feedback. Also es ist so, dass in meinem Kopf eine ganz eigene Version von EFT existiert. Ich hab halt eine spezielle Vorstellung. Aber ich verstehe auch, dass ihr natürlich EFT nicht spielen könnt wie echtes Leben. Das könnt ihr nicht. Und ich möchte auch nicht, dass es soweit kommt. Und deswegen müssen wir versuchen, ständig neue Dinge hinzuzufügen, die euch das Spiel auch wieder erleichtern und die das Spiel erleichtern. Es geht nicht darum, es leichter zu machen und damit mehr neue Spieler kommen oder es leichter zu machen für Casuals oder dass wir da nach neuen Leuten geiern. Es geht darum, dass wir das Grundkonzept des Spiels beibehalten und dass es halt, dass es ein Hardcore-Spiel ist und dass es realistisch ist. Und das ist unser Hauptgedanke, unsere Hauptintention. Das Spiel selber, es ist hat keine Marketingstrategie oder es gibt auch keine Idee, sozusagen Features einzubauen, um Lücken zu füllen, die einem am Ende Geld geben oder die Spieler in das Spiel locken oder reinziehen. Ich meine, wir experimentieren immer noch relativ viel an den verschiedenen Features. Und am Ende ist es so, dass unser Hauptziel immer noch ist,
etwas zu erstellen, etwas aufzubauen und zu kreieren, was so perfekt wie möglich ist, was so viele Details wie möglich beinhaltet, was so viel Realität wie möglich in das Spiel reinbringt. Das ist nicht schön für jeden. Und ich weiß, dass nicht jede Entscheidung von uns dabei auch richtig ist. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, gewisse Entscheidungen zu treffen, was Umgebung angeht. Also viele, viele Dinge. Und ja, natürlich, dadurch, dass es so schwer ist, führt es dazu, dass wir auch Dinge immer wieder verändern müssen, nachdem wir euer Feedback bekommen haben. Wir passen das immer an. Momentan ist es einfach gut, dass wir relativ viele Spieler haben, die das verstehen und die uns konstruktives Feedback geben. Und das ist der Punkt. Das ist das Konzept. Also das ist das Konzept, mit dem wir gearbeitet haben schon immer und mit dem wir auch bei dem wir auch bleiben wollen. Let's start a small, maybe just a question, Nikita, but it's the hot potato, the big elephant. Okay, vielleicht noch eine. You have been, like I said before, three times in my podcast. Eine große Frage. Du warst ja schon dreimal in meinem Podcast und du weißt, ich verstecke mich eigentlich nicht vor großen Fragen. Deswegen hier. Ich habe vorhin mit Landmark schon drüber gesprochen. Wir haben ein paar Videos gesehen, was Hacker angeht. Und keine Angst, es ist die einzige Frage, die das betrifft. Wir haben einige Videos gesehen über Hacker, in denen gesagt wird, dass BSG viel mehr machen könnte gegen die Hackers, sagen die Hacker selber, ihr das aber nicht macht. Also was ist die Geschichte dahinter? Wir würden gerne mal deine Version hören. Ich meine, du hast praktisch die Chance, das klarzustellen. Das ist Bullshit. Das ist kompletter Bullshit. Es gibt etwas, da gibt es etwas, was wir nicht machen. Es ist kompletter Bullshit. Ihr müsst einfach mal verstehen, wie sehr das Ganze nervt. Also nicht nur die Hacker oder diese Frage. Ich bin nicht genervt über die. Momentan ist es ja noch relativ früh. Ich bin tierisch genervt über diese Provokationen, die uns ständig treffen, dass wir nicht exakt alles tun, um Hacker zu besiegen, dass wir da irgendwie zweischneidig fahren. Das nervt mich so sehr, es macht mich wahnsinnig. Es ist gefühlt, haben wir Leute, die uns mit Blut anspucken, um ihren Mist loszuwerden. Es ist ganz, ganz schlimm. Es macht mich richtig fertig. Einige Leute, die sagen, ja, die kooperieren mit den Cheatern, die arbeiten mit den Cheatern, also das ist richtiger Müll. Und wir haben schon immer Cheater und jede Art von Cheaten gehasst. Und wir werden immer mit eurer Hilfe, mit der Hilfe unseres Teams und mit allem, was wir haben, immer das Bestmögliche machen, um das System zu verbessern, sodass wir dieses Cheaten unterbinden. Es ist ein langer Krieg. Es ist ein Krieg und es ist eine schmutzige Taktik von den Cheatern in diesem Krieg. Es ist einfach eine schmutzige Strategie, solche Behauptungen aufzustellen. Das ist ja auch komisch, oder nicht? Es wäre der Untergang einer jeden Firma, wenn man sowas machen würde und das rauskommen würde, oder nicht? Ja, also der Grund, warum sowas gesagt wird, ist natürlich nur zu versuchen, das Ansehen einer Firma zu beschädigen. Es geht nicht darum, dass man nur Spieler vertreibt oder aufhetzt, sondern natürlich Cheaten ist generell ein Problem für alle großen Firmen. Und es gibt viele, viele Beispiele von großen Firmen mit großen Spielen, die Cheater-Probleme haben. Und natürlich war das schon immer ein Problem und es ist ein großes Problem für uns, für alle. Es ist halt ziemlich blöd, einfach zu sagen oder zu denken, dass wir das nicht ernst nehmen. Oder dass wir... Natürlich können diese Leute sagen, was sie wollen. Und ich kenne auch einige Aussagen und Beispiele
von solchen Leuten. Es ist tatsächlich so, diese Statements rauszuhauen von solchen Leuten gehört einfach zu einer Arbeit eines Cheater-Entwicklers. Also Artikel zu schreiben, Posts zu posten, dass zum Beispiel Cheaten Cheaten ist, dass es niemanden schadet. Ich habe zum Beispiel Berichte gesehen, in denen Leute instruiert wurden, wie sie Berichte schreiben, wie sie Artikel schreiben, um andere Firmen zu kompromieren, um meine Firma zu kompromieren, um das Cheaten besser hinzukriegen und so weiter. Also kurz gesagt, am Ende des Tages ist es für die Cheater einfach ein riesen Business, wo sehr viel Geld hintersteckt und sehr viel Manpower auch dahinter steckt. Und natürlich versuchen diese Kompanien, diese Firmen, sozusagen eine Umgebung zu schaffen mit Unwahrheiten und ja, also sie versuchen halt das ganze Business so lange wie möglich und so gut wie möglich am Leben zu halten. Okay, also ich glaube, wir haben gut gehört, was du hältst. Für mich ist es genug. Vielen Dank für den Kommentar. Also Landmark hat aber noch eine Frage dazu. Do you have any concern that putting the game in bundle sales has an effect on people cheating? Hast du das Gefühl, dass diese Sales-Aktionen, dass den Cheatern hilft? Nein, habe ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass möglicherweise die Trial Keys ein Problem sind. Also zum Beispiel, es ist so, dass zum Beispiel zum Neujahrs-Sale oder zu sonstigen Sales wir keinen großen Anstieg sozusagen gesehen haben von den Cheatern. Wir sehen das, ja. Also für mich sagt Landmark, sieht es halt nicht so gut aus, dass diese Bundle-Sales gibt, dass man zum Beispiel fünfmal Tarkov kaufen kann für einen billigeren Preis, weil ich hab das Gefühl, dass nach solchen Sales die Anzahl der Cheater eben deutlich steigt. Also wir haben jede Menge Daten gesammelt, was dieses Thema angeht. Und ja, natürlich, ja, am Ende des Tages, natürlich, wenn ein Sale da ist, ja, es gibt schon eine Verbindung, dass natürlich Leute dann die Anzahl der Cheater steigt und so weiter. Aber nochmal, es gibt halt Technologien von uns, die halt die so ausgestattet sind, dass wir Hardware-Bands planen, also wir bannen die ganze Hardware, wir bannen ganze Packs sozusagen an Keys, die auf Computern laufen. Also es ist, denke ich, nicht so das Problem. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht, dass Leute sich Sorgen machen, dass es mehr Cheater gibt, nur weil wir verschiedene Versionen haben oder Sales haben. Also mir war gar nicht bewusst, dass Leute überhaupt auf solche Gedanken kommen, dass man das Spiel nicht günstiger verkaufen soll, nur wegen Cheatern. Also ich sage nicht, dass ihr das nicht günstiger verkaufen sollt, aber vielleicht, dass man 5 Spiele auf einmal kauft und dafür dann einen Discount bekommt, ob das vielleicht der richtige Weg ist oder nicht. Ja, also ja. Es kann sein, dass das abused wird, dass das ausgenutzt wird für Cheater. Aber das, was das meiste, das, was das meiste ausmacht, ist einfach, das, was das meiste ausmacht, ist sozusagen, wenn wir solche Bundles dann sperren oder den Cheater Problem machen. And if you think that it's a kind of big income for us, it's not. It's not a big income at all. And again, also, wenn wir Bundles verkaufen und wenn jemand denkt, dass wir Bundles halt verkaufen, damit die Cheater mehr Spiele kaufen müssen und dass wir dadurch auch mehr Geld verdienen, dieser Anteil, der dadurch an Geld reinkommt, ist wirklich wenig. Und die negativen Einflüsse davon sind wesentlich höher. Also, was das
sozusagen, also wir arbeiten so hart an der Cheater-Geschichte, wir bannen immer Tausende von Spielern, wobei es immer wieder Spieler gibt, die denken, wir machen gar nichts. Naja, am Ende des Tages ist es eine nie endende Geschichte, was Multiplayer-Spiele angeht. Es ist halt ein großer Krieg, den wir schon immer haben werden. Und es ist so, dass wir, wenn Arena released wird und der kompetitive Modus, dass wir da auch neue Techniken einführen werden, um das Ganze besser zu machen. Also es werden viele neue Techniken eingeführt werden, um das Problem auf Arena besser, noch besser in den Griff zu kriegen. Also gerade Leute, die uns ansprechen, wie wir das besser machen können, wie wir besser Anti-Cheat-Programme nutzen können und so weiter und so fort. Die ganzen Leute, die uns da belehren wollen, die haben überhaupt keine Ahnung darüber, wie das eigentlich hier funktioniert. Also ich wünschte einfach, ich könnte es genauer erklären, wie es sozusagen im richtigen Leben ist. In unserer Umgebung, in der wir arbeiten. Also vor einiger Zeit waren wir 20 Leute, die überhaupt keine Ahnung hatten über die ganze Geschichte. Und mittlerweile hat sich das so sehr verändert und es hat sich so sehr weiterentwickelt. Das ist eine ganz andere Liga momentan. Wir sind sozusagen mit ein Antreiber dafür, Anti-Cheat-Programme für andere auch mit zu verbessern. Unser Spiel hat viele Anti-Cheat-Entwickler geholfen, ihre Programme zu verbessern, neue Methoden zu entwickeln und so weiter. Sozusagen Anti-Cheat-Programme in anderen Spielen überhaupt zu implementieren oder zu verbessern. Also wir haben sozusagen mit Escape from Tarkov sogar einen Einfluss auf Anti-Cheat-Programme und auf andere Programme, dass die Anti-Cheat-Programme immer besser wurden bei anderen Spielen. Also das ganze Ding ist halt wirklich sehr, sehr kompliziert. Und am Ende ist es wirklich so, wenn ihr glaubt, dass ihr ein paar Euros ausgeben könnt und dann einfach ohne Probleme cheaten könnt, lasst euch gesagt sein, dass 99% aller Cheater das Problem haben werden, dass sie gebannt werden. Zu 99% werdet ihr ein Problem haben, wenn ihr cheatet. Ihr werdet jede Menge Geld ausgeben und ihr werdet auch in der Lage sein, ein paar Spiele zu spielen mit dem Cheat, aber dann werdet ihr gebannt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist am Ende des Tages wirklich, wirklich ein schwieriges Thema und es ist nicht leicht, darüber zu sprechen. Okay, also Nikita, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe versucht, das so kurz wie möglich zu halten. Und glaub mir, ich selber hasse das Thema auch. Ich hasse es so sehr. Du weißt, ich habe dich in 3 Podcasts nie darauf angesprochen. Ich weiß, schwieriges Thema. Landmark, wenn du noch ein Thema hast, wenn du noch eine Frage hast, dann sonst würde ich das Thema gerne beenden hier. Nein, Landmark sagt, ich weiß, ihr tut euer Bestes, um das Ganze besser zu machen. Es ist halt so, dass viele Leute einfach sich wundern, warum kann ich dann 5er Packs kaufen und so weiter. Ne? Wir kriegen halt auch diese Fragen gestellt. Ne? Ja, und ja, es macht ja auch Sinn, dass das vielleicht nicht so gut sein könnte, was Cheating angeht. Ja, Nikita sagt, ja, es macht Sinn. Es macht Sinn. Ja. Ja. Es ist ein Stück Wahrheit drin in euren Aussagen, das ist so. Aber es ist halt am Ende des Tages viel komplizierter. Es ist viel komplizierter. Momentan haben wir einfach es ist nicht leicht, darüber zu reden. Momentan haben wir. We don't do something special. We just do everything that we do every single year. And it's okay. But of course, when it comes to some kind of outbreak, like cheater outbreak or something, maybe it's not a good idea to sell cheaper versions. Okay, also momentan ist es so, dass wir immer wieder Progress machen und anpassen und verbessern.
Und wir arbeiten Jahr für Jahr. Und ja, es könnte sein, dass solche Bundles-Verkäufe nicht gut sind. Es könnte schon, kann schon sein. Und es könnte auch sein, dass es mal sozusagen so eine Art Outbreak gibt, also wo viele Leute plötzlich, wo es eine Welle gibt an Cheatern. Das ist, kann immer wieder passieren. Aber das am Ende zurückzuführen auf einzelne Dinge, es ist so schwer, also so komplex, das Ganze. Es ist wirklich schwer. Ja, wir verstehen dich. Nikita? Ich habe noch mal eine Frage. Glorious E. Seht ihr denn, wo die Cheater unterwegs sind? Also, ah nee, sorry. Andere Frage. Spielt ihr selber EFT und habt ihr bestimmte Maps, die ihr bevorzugt, irgendwo, wo ihr gerne hingeht und so weiter? Ja, also die Hälfte unserer Belegschaft spielt sehr, sehr regelmäßig. The game better in the perspective of a professional player. So yeah, like a lot of like actually they have a like big bunch of quality of life features. I hopefully the first one will be in this year. They were purely designed by the suggestions of our colleagues. So, okay. Yeah. Gingy, are you hyped for Halloween? Would you want to see something special in Halloween? Also kompletter Themenwechsel hier, deswegen bin ich gerade ein bisschen rausgeschlittert. Also wir reden jetzt über Halloween. Ginger, bist du gehypt über Halloween? Also das, was da kommen könnte? Ja, also es war immer sehr erschreckend mit Halloween-Events. Es war cool, Skeps zu treffen mit Kürbisköpfen oder aus dem Nichts angegriffen zu werden oder von leisen Granaten. War schon cool. Plant ihr denn irgendwas momentan für Halloween? Ja, wir planen etwas. Aber ist es geheim, oder was? Ja, also, wir werden jetzt nicht darüber sprechen. Aber es ist was geplant für Halloween, irgendein Special. Ihr werdet sehen. Also es wird was geben. Ja, ihr solltet unser TikTok abonnieren, weil wir haben da einige Sachen, oder wir werden da auch einige Sachen veröffentlichen. Okay. Und die werden eine Idee geben, was kommen wird. Habt ihr in der Zukunft vor, eine Frau, weibliches Bild reinzubringen? Oder vielleicht ein anderes Modell, was vielleicht ein bisschen stärker ist, kräftiger ist oder dünner? Ja, also wir haben das Design von den PMCs und die Körper und Gesichter und so weiter, haben wir soweit komplettiert. Das ist eigentlich abgeschlossen. Also weitere Veränderungen sind nicht auf der Liste. Es ist einfach, es ist eigentlich kein Bedarf. Also es gab schon mal so eine Art von Frage. Und nein, nein. Also wir planen das nicht. Also dieser Teil vom Spiel ist einfach schon komplett durchdesignt und ist abgeschlossen. Es natürlich kann sich noch verändern in Zukunft. Aber ja, wir haben jetzt entschieden, weiterzugehen. Der Teil ist abgeschlossen. Ich denke, es ist gut, dass alle Spieler gleich groß sind. Ich finde es gut. Of streamer ladies, and we asked the question. I think you were here, Nikita, and the general response was no, we don't want a female character, we're good. Yeah, I cannot. Wir hatten auch mal eine Diskussion mit vielen Streamern und haben darüber diskutiert, was jetzt ein weibliches Player Model angeht, und die meisten haben gesagt, nein, wir brauchen das nicht unbedingt. Es gibt wirklich wichtigere Sachen, und es ist einfach kein Bedarf momentan, keine Priorität. Ja, also es ist auch keine tiefgründige Entscheidung hinter. Es ist einfach so, wie es ist sozusagen. Wir haben uns dagegen entschieden und es ist momentan so, wie es ist.
Zeig uns was zum nächsten letzten TikTok-Beitrag. Da war dieser Typ, der diese Weste gebaut hat. Hat das was mit Rigs zu tun, die man individuell anpassen kann? Nein. Das ist ein allgemeiner Hinweis und ihr müsst selber drauf kommen, was es ist. Also du wirst ja keinen Hinweis uns geben, was in diesem TikTok gemeint war. Nein, ich werde nichts dazu sagen. Eine Frage zu den Skills. Was ist mit den Skills? Habt ihr vor, da noch was zu verändern? Wir sehen einige Leute, die versuchen im Early Vibe ihre Skills sehr schnell zu leveln, Power leveln, die schon sehr, sehr früh schaffen, Ausdauer sehr, sehr hoch zu kriegen, so dass andere Spieler, die ihre Skills noch sehr niedrig haben, schon früh im Spiel einen hohen Nachteil haben. Habt ihr vor, da was zu ändern? Also, das ganze Skillsystem, was wir momentan haben, ist noch nicht ausbalanciert. Es ist, ich guck mal gerade. Ah, ne. Also das ganze System ist noch nicht ausbalanciert. Und das bedeutet einfach, dass wir in Zukunft auch noch sehr viel ändern werden, was die Skills angeht. Da wird sich auch noch einiges ändern bis zum Release. Es kann sogar sein, dass wir einige Skills komplett entfernen und dass wir einige Skills komplett hinzufügen. Es ist momentan wirklich noch eine ganz, ganz große Testphase für die Skills. Und ja, da wird sich noch einiges ändern in der Zukunft. Ich habe eine Frage über die SR25 und Ersas. Glaubt ihr, dass die Single-Shot-Grenze sozusagen, dass das nochmal geändert wird? Ich habe auch das Gefühl, dass diese Waffen nicht mehr das sind, was sie vorher waren. Bitte keine Frauen, das sage ich als Frau, Toxic. Babe? You mean handguard? Yeah. Handguard, sorry. I've noticed this as well, Nikita, yes. Yeah, because I think that we discovered that something was not done right before that. So some parts doesn't fit in real life. And we removed it. So okay. Something like this. Okay. What about the SA-58? Oh. Was ist mit der SS-58? Also ich vermisste die Waffe. Ich weiß, die war zu OP. Aber die wurde jetzt so stark genervt. Also Nikita fragt, ist die Waffe nicht mehr so gut oder was? Ja, die Ergo ist kaputt. Die SA-58 funktioniert einfach nicht mehr. Und Nikita so, aha. Nein, ich schreibe mir das auf. Ich nehme das ernst. Jetzt zählen wir alle Waffen auf, die wir besser werden sollen. Also für alle, die den Podcast sehen. Es heißt immer, die Streamer ruinieren das Game, die Streamer werden das Spiel komplett verändern. Also, es ist so, ich schreibe Sachen auf, nicht um sie instant zu verändern, sondern ich schreibe Sachen auf, um sie zu checken, um sie zu überprüfen. Also für alle, die sich dann wieder beschweren werden, ich schreibe nur auf, um es zu überprüfen, um dann mein eigenes Urteil zu bilden, um dann eventuell Veränderungen zu machen. So, guys, like Nikita said, I didn't repeat this or I didn't say what Nikita was saying before because he has been part of multiple podcasts and he said it. Yeah, it doesn't mean that if I'm writing something down tomorrow, you're gonna see an FN. Also, Irid7 sagt nochmal, es ist einfach so, wenn er jetzt hier was aufschreibt, dann ist es nicht so, dass morgen die S58 mit 70 Ergo zur Verfügung stehen wird. Ne? Es ist einfach nicht so. Also, macht euch da keine Sorgen. Nikita, I want to address a more. Nikita, ich habe noch mal eine technische Frage, die die Server angeht. Ich habe mit Leuten aus Afrika gesprochen, aus Chile, aus Südamerika, und die sagen, wir haben nur einen Server in Südamerika. Sie haben mich gebeten, dich zu fragen,
ob man nicht Server hinzufügen könnte. Wie ist da euer Stand? Gibt's da momentan Möglichkeiten oder Ideen? Nein. Also, momentan ist es so, dass sämtliches Business überall sich mehr und mehr Internet verlagert. Alle Firmen kaufen Server, verlagern ihre Arbeit online und damit sind Server momentan sehr, 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 sehr schwer zu kriegen. Server aufzustellen und zu halten ist ein ganz, ganz großer Teil der Arbeit, ein schwerer Teil der Arbeit. Also, für gut, mit Gebieten, wo es halt viel Infrastruktur gibt und sowas, ist es nicht so das Problem. Aber in Gebieten, wo die Infrastruktur eben nicht so ausgebaut ist, es ist extrem schwer, gute Server zu finden. Überhaupt Server zu finden. Wir reden ja zum Beispiel über den Mittleren Osten. Im Mittleren Osten kosten Server extrem viel. Die Server, die man da kriegt, sind super schlecht. Und das Internet und die ganze Anbindung ist auch schlecht und sehr teuer. Und das führt dazu, dass wir diese Server nicht kaufen. Also wir mieten solche Server teilweise. Aber ja, und es ist auch so, dass wir insgesamt, wenn wir diese Server mieten, dass wir nicht einen Bedarf haben von 10 Servern pro Region oder so, sondern es handelt sich immer so um 1 bis 2 Server, die dann dazukommen. Wie ist es, wenn ihr diese Ping-Rate erhöht vielleicht, dass Leute aus Regionen mit schlechten Servern vielleicht auf Servern spielen können, die zwar höheren Ping haben, aber dadurch halt wieder bessere Server mit Spielern und so weiter. Also ist eine Idee, dieses Ping-Limit zu erhöhen. Ja, ich hab mir das schon mal nach einem Podcast aufgeschrieben. Ich habe mich damals aus irgendeinem Grund dafür entschieden, diese Grenze nicht zu erhöhen. Ich habe es mir aufgeschrieben damals und die Entscheidung fiel, aber ich schreibe mir das gerne jetzt nochmal auf und überdenke das nochmal. Your case, so when you do extract, you have another opportunity to go without paying again. Is that a possible? I'm sorry, I missed your question. Also ich habe nochmal eine Frage von meiner Community, sagt HyperRed. Also wenn du auf Labs gehst und eine Keycard benutzt, die du ja brauchst für Labs und eine Runde überlebst, wäre es vielleicht eine Idee, dass du die Karte wiederkriegst? Sagt Nikita, wieso? Du hast sie benutzt. Du hast sie benutzt, also ist die Karte weg. Nein, also es ist wirklich ein Single-Use-Key. Also du kannst eine Key einfach nur einmal benutzen. Wir hatten, stell dir vor, eine Metro. In der Metro hast du eine Karte, ziehst sie durch und dann ist die Karte verbraucht. Du hast die Karte, du hast die Tür geöffnet und die Karte ist verbraucht. Also das war's, so ist das Prinzip. Und sagt HyperRed, ja, sorry, es war nicht meine Idee. Es war von der Community. Ich verstehe. Ah, Kestrel, echt, ja? Willst du mit einem südamerikanischen Freund zocken? Mit einem südafrikanischen Freund zocken, ja? Mal gucken, vielleicht ändern die jetzt was, ja? Not yet. Okay. Genau, ob du ankommst oder in der Metro erschossen wirst, die Karte ist weg. Ist so. Ich frage schon zu viel, sagt Glorious E. Ich möchte mich ein bisschen zurückhalten. Also ich habe nochmal eine Frage zu dem Epsilon-Container. Einige Leute haben den Epsilon-Container verkauft. Gibt es irgendetwas für die Leute, die das verkauft haben? Warum? Weil die Quest natürlich rauskam, nachdem die Leute die Container verkauft haben. Also ich habe schon verstanden, sagt Nikina. Ich habe schon verstanden. Also die Idee war tatsächlich, irgendwas zu machen, dass man den Container wiederbekommt. Aber ganz ehrlich,
es war in dem Moment viel zu tun, viel Arbeit, viele verschiedene Dinge und ja, das ist untergegangen. Ganz ehrlich, okay, ich schreibe mir das auf. Ich schreibe mir das auf, dass man den Epsilon-Container, ob man den Epsilon-Container wieder zurückbekommen kann. Hast du vielleicht irgendeine Idee, wie man das machen könnte? Ja, zum Beispiel, indem man die Questline nochmal macht. Nochmal dieselbe Quest macht, um dann eben diesen Epsilon-Container wiederzubekommen, um ihn dann abzugeben für die Quest. Weil es ein wichtiger Brocken an XP ist. Okay, also Nikita schreibt gerade etwas auf. Und ja, ich habe nur aufgeschrieben, das zu checken. Ich werde es überprüfen. I noticed you guys added a new hitbox to the back of Nate's hitbox. Do you think there will be like any armors or anything like that that will sort of cover that area? Ich weiß, dass ihr eine neue Hitbox eingeführt habt für Granaten. Will we see any changes with that or like any armor that protects that sort of area? I don't know, maybe. We'll think about it actually, because I need to check if there anything with the this kind of protection exists. Also geht um den Nacken wohl, dass eine Granate den Nacken treffen kann, ob die vorhaben, neue Rüstungsteile einzubringen, die den Nacken schützen. Sagt er, muss ich drüber nachdenken. Es ist momentan, muss darüber nachdenken. Okay, I will check it too. Also, ich werde es checken. Auch mit den Hitboxen werde ich mir nochmal angucken. Alles aufgeschrieben. Wird es in der Zukunft Bereiche geben, die radioaktiv verseucht sind? Ja, wird es geben in der Zukunft. Ja, aber es gibt ja einige Items, die ja beschreiben, hilft gegen Radioaktivität und so weiter. Ja, wird kommen. Also, es werden Bereiche kommen, ähnlich wie bei Stalker. Also Stalker-Elemente sozusagen bei EFT, werdet ihr bekommen. Wird es nochmal solche Events geben, dass die Bosse roamen, wie zum Ende des Wipes, dass zum Beispiel Reshala auf einer anderen Map ist und so weiter. Ja, können wir uns gut vorstellen, dass das auch mit Wipe kommen wird. Eine Frage von mir. Hast du das Gefühl, dass Tarkov zu schnell gewachsen ist? Zu schnell? Ja, also vor zwei Jahren genau, hatten wir einen Riesenhype. Und ja, es war komplett unerwartet damals. Und das hat uns komplett überfahren, ja. Das zweite Mal, wo wir den Hype hatten, waren wir darauf vorbereitet. Und wir konnten uns gut darauf einstellen. Vor zwei Jahren, bei dem ersten Hype, ist das Spiel für mehrere Monate unspielbar gewesen. Es hat komplett alles durcheinander gewürfelt. Diese große Welle hat uns ja überfahren. Ja, wir waren nicht darauf vorbereitet. Also generell gesagt, würde ich sagen, ja, es hat uns überfahren. Wir hatten halt ein Konzept gehabt, dass wir maximal 3 Jahre brauchen, um das Spiel komplett fertigzustellen. Und wir haben natürlich mit einer ganz anderen Zahl von Spielern damals gerechnet. Also vielleicht 50.000 Spieler insgesamt und dass wir ein paar hundert Leute sozusagen in Raids haben, dass wir dann die Leute in der Testphase haben und dass wir dann das ganze Spiel releasen und dass es dann populär wird nach Release. So war unsere ursprüngliche Idee, aber es hat ist nicht so gekommen, wie wir es uns gedacht haben. Und es ist halt schon in der Beta, in der Testphase explodiert. Und ja, es hat uns auch sozusagen beeinflusst. Es hat einige von uns komplett durcheinander gebracht. Also unser Mindset sozusagen wurde teilweise komplett auf den Kopf gestellt. Mich hat es auch betroffen. Also auf der einen Seite ist es was Gutes. Es hat sehr viel verändert, sehr viel vorangebracht, sehr viele neue Dinge gebracht, was gut ist. Sozusagen, was Gutes war, ist, dass wir gesehen haben, dass das, was wir hier aufbauen, dass unser Baby und was wir kreieren, dass es funktioniert. Auf der anderen Seite hat es sehr viel Schmerz, Traurigkeit,
viel Blut, viel Leiden reingebracht. Sehr, sehr schwierige Zeiten gebracht. Wir haben immer wieder zwischendurch, kommt der Gedanke einfach, dass man sich die Frage stellt, ist es das wert? Ist es das wert, mit dem ganzen Leid das durchzuziehen? Es war zwischenzeitlich so frustrierend, dass man nicht mehr wusste, wie man weitermachen kann mit diesem großen Druck, der hinter einem steht. Und jedes Mal, wenn ich jetzt ein kleines Spiel sehe, was entwickelt wird, welches plötzlich sichtbar wird, weil es plötzlich Interesse kriegt von vielen Spielern. Und wenn ich dann sehe, wie die Leute versuchen, ihr Spiel zum Laufen zu kriegen und zu halten und es funktioniert nicht und es passieren Probleme. Ich fühlte das so gut, so sehr, weil wir genau dasselbe durchgemacht haben. Ich kann das mittlerweile einfach sehr, sehr nachempfinden, wenn plötzlich von 0 auf 100 Millionen Spieler dein Spiel spielen wollen. Es ist sehr, sehr hart. Und ja, wir sind daran vorbei. Wir haben es überstanden. Und es waren für uns wirklich, wirklich harte Momente. Und jetzt ist es so, dass wenn ein neuer Patch kommt, dass wir alle in Freude drauf warten. Also wir müssen uns halt um weniger Dinge Gedanken machen, technische Aspekte, Stabilität. Wir haben halt sehr viel geschafft. Und ja, das hat uns sozusagen stärker gemacht. Und die neuen Patches, die in diesem Jahr zum Beispiel kommen, die laufen natürlich schon sehr, sehr viel besser. Es ist natürlich immer noch stressig, wenn neue Patches kommen. Aber es wird nie wieder hoffentlich so stressig sein, wie in dem Moment, wo ein neuer Patch kommt und alles zusammenbricht. Einfach alles zusammenstürzt. You have 150k. Du hast zum Beispiel die Zeit gehabt, wo 50.000 Leute im Spiel waren, du aber eine Queue, also eine Warteschlange gehabt hast, von 150.000 Leuten, die ebenfalls in das Spiel rein wollten. Und solche Momente sind für uns wirklich sehr, sehr, sehr hart zu verkraften. Du siehst halt diese hohe Anzahl an Spielern, dieses große Interesse, und du siehst, wie viele Leute dein Spiel spielen wollen. Aber das Einzige, was du siehst, was die Spieler machen, ist halt Ladebalken. Laden, dass die Leute nicht rein. Es hat uns zwischenzeitlich zerstört, diese Erfahrung. Wir haben mittlerweile natürlich sehr viel daraus gelernt und Erfahrung gesammelt. Und ich habe das Gefühl, dass wir momentan fast auf alles vorbereitet sind. Natürlich kann immer wieder was passieren, worauf du nicht 100% vorbereitet bist. Das ist nie 100% auszuschließen. Kann immer was geben. Es kann, einen Stromausfall geben, worüber wir keine Kontrolle haben. Das kann immer was sein. Und natürlich beeinflusst das natürlich alles, nicht nur uns. Aber jetzt, wo wir diese Phase hinter uns gebracht haben, ist es für uns einfach wesentlich einfacher, alles zu planen und alles zu organisieren, die Server gut aufzubauen und uns auf schlimmste Momente sozusagen auch vorzubereiten. Foresee it, yes. We didn't even predict that we will be needed professional anti-cheat protection, for example. Wir haben beispielsweise nie selber geglaubt, dass wir eine professionelle Anti-Cheat-Software brauchen. Das war nie ein Thema für uns. Really, like, big and shady companies will try to make cheat for our games. Also die allein schon die Vorstellung, dass große Firmen, wirklich große Firmen, für uns Anti-Cheat-Software bereitstellen. Wir sind immer davon ausgegangen, dass wir ein Nischen-Game sind, das nicht für jeden geeignet ist. Und ja, dass das alles gut ist und dass wir nie Probleme haben. Ne? Das ist ein Beispiel für so Ereignisse, unerwartete Ereignisse, die uns komplett erfahren. Ja, momentan ist es so, dass halt natürlich der Einfluss immer noch sehr, sehr groß ist von der Community. Also das Feedback von der Community momentan beeinflusst uns momentan sehr. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es uns sogar zwingt, Dinge zu tun,
die wir so nicht gemacht hätten. Es ist, also das Feedback zwingt uns sozusagen zu Veränderungen, die wir nicht immer gerne machen, aber die notwendig sind. Normalerweise arbeitet man 8 Stunden die Tage, 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche und macht seine Arbeit. Aber wenn du sozusagen immer wieder gezwungen bist, gewisse Dinge zu machen, weil es immer wieder neue Herausforderungen gibt, dann hast du natürlich komplett andere Anforderungen an dich selber. Also momentan ist wirklich der Release und dass das Spiel funktioniert, sozusagen die einzige Belohnung, die wir kriegen werden, also die wir haben. Die einzige Belohnung. Wird es Schnee geben? Auf Maps irgendwann? Schnee? It's all related to snow. So I can tell you about it because it's not like something we didn't plan. Also Schnee ist nicht etwas, was wir jetzt nicht geplant hätten. Aber es ist, also konkret, es ist geplant. Es ist geplant, aber wir wissen noch nicht genau, wann es kommt. Und auf welche Art und Weise wir Schnee einbauen. Aber ja, es ist gestern. Is there any plans on a second iteration of the scope overhaul or anything like that? Ist noch irgendwas mit den Scopes geplant, mit den Visieren? Also momentan mögen wir das, was wir haben mit den Scopes. Natürlich wird das noch angepasst ein bisschen. Eine große Veränderung, die kommen wird auf jeden Fall, ist das neue Ballistik-System. Also Das Ballistik-System wird nochmal komplett überarbeitet. Das wird nicht mehr sein wie vorher. Die Ballistik wird in Zukunft funktionieren wie im echten Leben. Momentan ist es einfach so, dass die Ballistik simpel ist. Ziemlich simple Engine dahinter. Aber in Zukunft wird das nochmal komplett anders sein. Geht es auch darum, dass dann der Damage sich verändert wird? Oder? Nein, es geht primär um die Ballistik, um die physischen Gesetze, um physikalischen Gesetze bei der ganzen Sache. Ja, natürlich ist es aber trotzdem dann so, dass eine Kugel, die schneller fliegt, warum auch immer, auch einen höheren Penetrationswert hat und mehr Schaden machen kann. You are the bot in Labs, Landmark, Hyperrat, you guys are the bosses. I mean, like. Wird es einen Boss geben auf Labs, fragt er gerade. Ist irgendwas geplant? Labs Boss? Ja, ich frage deswegen, weil Lighthouse bekommt einen neuen Boss, Streets bekommt einen neuen Boss, Dakila auf Factory. Nikita sagt, ja, ich mag prinzipiell das Konzept der Bosse. Und das Coole auch an den Bossen ist, dass sie immer wieder etwas Neues kreieren können, was die KI angeht. Und ja, wir könnten eine Art Raider-Boss kreieren. Und dieser Raider-Boss wäre halt nicht nur auf Labs, sondern den könnte man halt überall dahin stellen, wo es Raider gibt. Prinzipiell, ja, es ist vorstellbar. Auf jeden Fall. A question, I think this is something we all would like to hear an answer for. Nikita, you have talked about multiple times. I remember in one of Pestilis podcast, Clean with FairTX, you talked about switching from primary to secondary faster. That never happened. When are we going to see that? Pistols are useless in the game. Also Pistolen sind momentan nutzlos und du hast im letzten Podcast von Clean darüber gesprochen, dass der Wechsel der Waffen schneller gehen könnte. Also zum Beispiel von der M4 zu einer Pistole, dass das schneller geht. Momentan sind Pistolen nutzlos. Ja, also es ist so. Wenn du eine Malfunction hast, in Zukunft, also es wird diese Woche eingeführt, dass wenn du eine Malfunction hast, du auf deine zweite Waffe wechseln musst, damit du überhaupt was machen kannst. Und tatsächlich ist es so, um dieses Problem zu umgehen, deiner kaputten Waffe, musst du wechseln und dieser Wechsel muss schnell sein. Und ja, das wird kommen. Diese Woche wird es kommen, dass dieser Wechsel sehr viel schneller sein wird. Werdet ihr wechseln, dass es nur auf die Pistole geht?
you're saying that we are going to use the pistols more in dispatch because of the malfunction. Is it because it's taking a lot more also noch mal eine Frage. Werden wir mehr Pistolen benutzen, weil die Fehlfunktionen uns dazu führen, dass wir die Hauptwaffe nicht benutzen können, dass wir auf die Zweitwaffe wechseln müssen? Oder werden wir auch mehr Pistolen nutzen, weil wir eben Vorteile haben durch diesen schnellen Wechsel? Also momentan ist es eher so, dass es wegen den Malfunctions ist. Es ist sozusagen eine Zweitwaffe und dadurch werdet ihr die Pistolen mehr nutzen. Langfristig werdet ihr aber merken, dass es nicht nur um die Malfunctions geht, dass diese Mechanik sozusagen allgemeingültig ist und wird sicher öfters die Pistole benutzt werden. Aber ja, es wird so sein, dass ihr sie nutzen müsst. Someone had another request on my Twitter about the state of ghillie suits. I know you leaked some pictures about them a long time ago. I was just wondering the current state of that. How they're going. Right now, they're not in game. Wait, oh, missed what then? Term. Sounds good. What about stronger pistols? Like Desert Eagle, revolvers? Okay, was mit stärkeren Pistolen? Revolver zum Beispiel. Revolver kommen bald. Also es werden ein paar Revolver ins Spiel kommen. Demnächst, das ist schon kurz davor, es werden auch ein paar alte Revolver dabei sein. Verschiedene Kaliber haben. Also da werden einige Pistolen noch dazukommen ins Spiel. Maybe there will be 9 mil Desert Eagle. I don't know, actually. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt 9 mm oder klassische Revolver haben werden oder spezielle. Vielleicht eine spezielle für den Boss. Bin mir gar nicht sicher momentan, ob die Versionen schon alle fertig modelliert sind. Und aber da wird noch einiges kommen, auf jeden Fall, ja. What about like customizing our guns? Some kind of like not too fancy, like. Was ist mit Waffen-Skins? Waffen zu verändern, die Farbe zu wechseln, zu personalisieren, Muster drauf zu geben, den Namen einzugravieren. Ist da was geplant? Ja. Also wir haben das schon vor langer Zeit geplant. Camouflage und alles, was dazugehört. Also es wird auf jeden Fall ein Painting, also ein Malsystem, ein Skinsystem geben sozusagen, dass man die Waffen färben kann. Es hat keine hohe Priorität, aber es wird auf jeden Fall kommen, ja. Irgendwas geplant, dass Spieler-Loot mehr wert sein wird. Also wenn man Spieler tötet, dann ist es nicht sehr profitabel, denen ihren Loot zu verkaufen. Es war früher auch profitabler als Hideout noch, als die Sachen noch Fountain Raid waren von Spielern. Ist da was geplant? Ich weiß es gar nicht, sagt Nikita. A lot of things will have to change. Yeah, it's not PvP is like not as profitable as what I'm trying to get. Also es ist halt so, dass PvP momentan nicht so profitabel ist. Or maybe just making it so we can sell guns on the flea again? Oder vielleicht so machen, dass man Waffen wieder auf dem Fliehmarkt verkaufen kann. Das würde PvP viel wertvoller machen. Oder vielleicht, dass man Waffen taggt, dass die von Spielern kommen und dass die dann wertvoller sind. Also zum Beispiel, anstatt 30% kriegt man 60% für eine Waffe zurück. Also ja, wir haben da noch keine... Man müsste das genau untersuchen. Es würde sehr viele Aspekte im Spiel beeinflussen. Also alles, was die Ökonomie sozusagen ansatzweise beeinflusst, kann das komplette System verändern. Es ist nicht einfach so, dass man einen einzelnen Wert verändert, sondern es beeinflusst halt die komplette Ökonomie. Ja, es geht halt momentan darum, dass wir im PvP Geld verlieren. Wenn man reingeht, um PvP zu machen, verliert man Geld. Die Sachen, die man reinnimmt, sind teurer als die Sachen, die man wieder rausnimmt. Also ich merke gerade,
Ich suche gerade nach den richtigen Wörtern. Sorry, ich finde gerade nicht die richtigen Wörter. Ich rede auf Russisch. Wer seid Igel? Also, pass auf, du hast Geld. Und es ist für dich kein Problem, Geld zu kriegen. Also, wo ist eigentlich das Problem? Musst du noch mehr Geld verdienen mit PvP? Oder brauchst du generell noch mehr Geld? Also ich glaube, dass viele Leute einfach PvP aus dem Weg gehen und sie gehen das eben aus dem Weg, weil sie eben kein Geld kriegen durch PvP. Also viele Leute versuchen das zu vermeiden. Also ich denke, Spieler wollen nicht das Risiko eingehen für PvP, weil die Belohnung einfach zu klein ist. Das Risk-Reward-System ist einfach nicht ausgeglichen. Ich bin mir nicht sicher, sagt Nikita. Constantly telling stories about what they got from PvP, what gear, what. Weil ich sehe halt immer wieder, was Leute aus PvP-Fights rausnehmen an Waffen, an Ausrüstung. Ich bin mir nicht sicher, was das Thema angeht. Nikita, wir sind jetzt über zwei Stunden. Über zwei Stunden live. Is that okay? Ist okay, wenn wir noch fünf Fragen annehmen und dann. Ja, ist okay. Fünf Fragen sind okay, weil ich bin auch ein bisschen müde. Und ich muss mich noch um den aktuellen Patch kümmern, das noch ein bisschen verarbeiten. Und so. Fünf Fragen sind okay. We are going to take you guys as well, the guys, the guests. You guys take some questions as well. And when we reach five, then we're gonna end it there, yeah? Because it's Friday, and gehonkt. Ganz wird nie kommen. Kein Echtgeldhandel im Spiel, hat er schon gesagt. Auch kein keine Microtransactions. Wird es nie geben, ja. Also, die Spieler, die jetzt nicht so viel spielen, die nie die Möglichkeit haben, den Kappa zu bekommen, haben die eine Möglichkeit, irgendwas zu bekommen, was besser ist als Epsilon, aber schlechter als Kappa? Ja, neuer Container wird kommen. Er ist noch nicht ganz, aber ja, es wird ein Zwischencontainer kommen, definitiv. Ich habe hier eine Frage, die sehr interessant aussieht. Was ist mit der Idee mit Loadout-Presets, dass man komplette Loadouts als Presets abspeichern kann? Also, es wird noch nicht bald kommen, ja, aber ja, es ist geplant. Loadout-Presets sind geplant, aber nicht dieses Jahr, vielleicht Ende des Jahres, aber Anfang nächsten Jahres. In dem Bereich könnte sowas kommen, Loadout Presets. Werden wir für einige Waffen nochmal komplett neue Attachments sehen, für die Scar und so weiter? Ja. Ja, die Scar kommt 100%. Ich habe es euch versprochen. Die Scar wird in 12.12 drin sein. Tony, Landmark, do you have a final question? Landmark, hast du noch eine abschließende Frage? Irgendeine Frage von dir selber oder vom Chat? I'm pretty good right now. Okay. Ich bin soweit in Ordnung. Ich habe keine Frage. Ginger, hast du noch irgendeine abschließende Frage? Also die einzige Frage, die ich noch habe, ist. Werden sich die Preise für die Munitionstypen ändern? Ist da was geplant? Gerade was die Meta-Munition angeht, weil einige von den Munitionstypen werden halt sehr viel benutzt. Also, sagen wir mal so, Leute spielen nicht gerne verschiedene Waffen, weil zum Beispiel M993 so viel teurer als BP, während die Leute auch eine Metagun spielen können mit BP-Munition.
Was ist genau die Frage? Ob es irgendwelche Preisänderungen geplant sind? Also, dass man bessere Munitionstypen kriegt für Waffen, die nicht zu sehr Meta sind? Ja, natürlich. Also, wir haben ja schon sehr viel an den Munitionstypen geändert. Ich denke, wir haben die Meta gut geschiftet und sozusagen vergrößert, also mehr Munitionstypen reingebracht, mehr Waffen spielbar gemacht. Ja, wir arbeiten schon dran. Werden sehen, ob nochmal eine große Veränderung kommt im nächsten Wipe vielleicht. Also, so Balance-Veränderungen kommen ständig und. Ja, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Könnten wir vielleicht Munition craften, wertvolle Munition, wie zum Beispiel APSX? Ja, kann ich mir vorstellen. Crafting recipes and everything. Also es ist ja so, dass wir, wenn wir solche Munitionstypen einführen zum Craften, dass es nicht nur um den Craft selber geht, sondern um die Zutaten, die Preise sich dann bei den Zutaten verändert. Natürlich ein großes Ding. Es ist ja auch so, dass wir momentan nur einige Munitionstypen benutzen, also einige spezielle Typen. Einige wenige Munitionstypen leider und auch primär Meta ganz benutzt werden. Also, ja, also zum Beispiel die AP-Munition für die MP7, die gibt es halt einfach nicht mehr. Man kann sie nicht craften, man kann sie kaum finden. Es ist praktisch nicht mehr existent. Also es wäre schon sehr schön, wenn man sowas craften könnte. Okay, sagt Nikita, okay. So, noch eine abschließende Frage, oder? Also wenn ihr noch eine Frage habt, dann ist jetzt letzte Chance. Ich habe heute schon zu viel geredet. Tony, hast du noch eine Frage? Nein, ich bin soweit gut. Ja, also ich stimme nur Ginger zu jetzt mit der Munition, dass die AP-Munition zum Beispiel nicht mehr da ist. Dass man Munitionstypen craften kann und so, das wäre schon sehr interessant. Dass die Meta da so sehr eingefahren ist, was Munitionstypen angeht. Und das wäre sicher ganz gut, das so ein bisschen aufzuweichen. So, ich habe noch eine Abschlussfrage. Was ist der Status momentan mit den Waffen wie zum Beispiel Explosives? Also SCA, aber auch Raketenwerfer, Desert Eagle und. Also der G63 wird momentan kreiert. Die RPG, also der Raketenwerfer, muss noch animiert werden. Es wird eine Bosswaffe. Also eine Bosswaffe wird noch kommen, aber das bezieht sich ja auf Streets of Tarkov, soll noch nicht so weit sein. Also ich habe die meisten Fragen schon beantwortet, was die Waffen angeht. Es kommt alles peu à peu. Also es gibt ja momentan auch schon so viele Waffen. Wir haben nicht so den Druck, so viele Waffen momentan rauszuhauen. Es wird noch einiges kommen. Neue Rifles, neue Pistolen. Ja, vielleicht auch sowas wie ein Bipod, also eine Halterung für Scharfschützengewehre. Ja, da wird noch einiges kommen, ja. Willst du noch abschließende Worte? Hast du irgendwie abschließende Worte für die Community? Irgendwas noch? Ja, ehrlich gesagt, bin ich mir gar nicht, weiß ich nicht. Also, ich finde es immer gut mit der Community. Mit der positiven Community, welche auch an das Projekt glaubt und uns weiterhilft, dass wir sicherstellen können, dass wir das machen, was euch und uns weiterbringt. Die Leute, die verstehen, dass wir an unserer Grundidee festhalten möchten, unserer Philosophie. Ich hoffe, dass die Leute das verstehen und bin auch dankbar dafür, dass sie das verstehen und bin dankbar für den Support von den Leuten. Also ich sag mal so, ich wünsche jedem Einzelnen
das Beste und lass uns warten auf neue Dinge, die kommen werden. Und wir arbeiten momentan an vielen Sachen. Wir testen die Sachen. Und ja, klar, es wird viele Bugs noch geben. Es wird Probleme noch geben und wird viel noch aufkommen. Aber ja, das ist so. Also die neuen Spieler sind auf jeden Fall auch herzlich willkommen. Und all diese Schwierigkeiten, die wir haben, dass neue Spieler Schwierigkeiten haben, an Progress zu kommen, an Dinge zu kommen, die müssen halt verstehen, dass es das Spiel ist. Das Spiel war und ist sozusagen ein intellektuell anspruchsvolles Spiel, was man verstehen muss. Und ja, und wenn man frustriert ist, weil man nicht weiterkommt, dann muss man auch mal eine Pause machen oder aufhören mit dem Spiel. Also und dann weitermachen, wenn ihr wollt. Wir sind hier. Wir sind auf jeden Fall noch hier. Ich hoffe, dass wir euch nächstes Jahr endlich das Release-Date geben können für den finalen Abschluss. Das wird auf jeden Fall beim Release-Date ein riesen Event geben. Wir werden das groß feiern. Und das wird richtig, richtig cool, wenn wir soweit sind. Also ja, ich bedanke mich für die Einladung und dass wir uns hier treffen konnten. Vielen Dank, Nikita, dass du uns nochmal hier besucht hast. Vielen Dank für die Abschlussworte. Ja, auch nochmal von uns vielen Dank für die Zeit. Dankeschön. Ja, ich habe mir viele Notizen gemacht. Vielen Dank für die Fragen. Und ich werde sehen, was ich machen kann. Mit euren Vorschlägen und ich bedanke mich auch für die Fragen aus dem Chat, auch von ich bedanke mich für die Reaktionen. Ihr seid toll. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, es war wie immer eine Ehre und es war mir eine schöne Zeit für uns. Wie immer. Wie immer. Vielen Dank, Nikita. Bye bye. So, das war's, Jungs und Mädels, Ladies and Gentlemen. Ich werde jetzt auch abziehen in ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich auch nochmal an dieser Stelle für das viele Feedback. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich noch 20 Fragen habe. Aber vielleicht nutzen wir mal einen Teil 2 von dem Podcast, um dann mehr Fragen zu stellen. Ja, also für mich war es schon spannend zu sehen, euch auch zu sehen, dass ihr nicht immer die Idee hattet, was ihr fragen konntet. Und ja, also ich wollte auch was fragen, und zwar Streamer-Item, aber habe ich mir nicht getraut, sagt er. Was wäre das für ein Item? Weiß ich nicht. Vielleicht so eine goldene AK oder sowas, wäre geil. Ja. Also ich glaube, ich habe die schweren Fragen gestellt. Also es war für mich auch relativ hart, sagt Tony Landmark. Vielleicht noch eine Frage hätte ich auch gehabt zu dem Mobile-Authentifikator. Zwei-Faktor-Authentifizierung? Nee. Authentikator, dass du sozusagen über die Handynummer dich einloggen kannst. Mhm. Wäre auch vielleicht eine Frage fürs nächste Mal. Just asking, right? Fragen schadet nicht. Jetzt kommen die Ideen, ne? Jetzt kommen die Fragen. Das Problem ist halt, was wir hier verstehen müssen, ist, dass Nikita schon oft durch dieses Fragespiel gegangen ist. Und er hat auch gemerkt, er hat frühzeitig auch gesagt, Leute, bitte stellt keine zu einfachen Fragen und nicht immer wieder dasselbe. Also, ja, ihr merkt doch, ich habe euch auch auf dem Discord gesagt. But as I have learned with you, Glorious, I don't know if you guys have seen that, but I will make a video on YouTube. I was ready to report Glorious to Dimitri because he killed me on labs. He was so suspicious. Even he said, now they're going to. Also, er sagt, wir haben auch ein bisschen Einblick bekommen in das ganze Cheater-Dasein und so. Und mir ging es so, dass ich Glorious reporten wollte. Ich wollte ihn reporten, weil die Art, wie ich gestorben bin, war so unlogisch,
Ich hätte 100% geglaubt, dass es ein Cheater ist. Und wenn ich nicht den Clip gesehen hätte, aus seiner Sicht, dann hätte ich ihn auf jeden Fall gebannt. Und das zeigt, dass man immer wieder Dinge auch aus verschiedenen Perspektiven sehen muss. Es ist nicht immer alles so eindeutig und manchmal muss man einfach so ein bisschen auch um die Ecke denken. Ja, aus seiner Sicht war ich ein Cheater. Er hat mich als Cheater identifiziert. 100%. 100%, ne? Hyperred, warst du zufrieden mit dem Podcast? Ja, ich denke auch, dass ich jetzt noch ein paar Fragen hätte stellen können. Hast du eine Liste, Hyperred? Ja, ich habe eine kleine Liste gehabt. Konnte ein paar wichtige Fragen stellen, aber ja. Ja, also man muss natürlich auch beim Thema bleiben und das war auch schwierig, dann sozusagen zum Thema die richtige Frage zu stellen. Ne? Okay, cool. Und was macht ihr jetzt, Jungs und Mädels? Schaltet den Stream oder was ist euer Plan? Ich werde essen. Ich habe eine Pizza im Ofen. Pizza-Time. Also ich habe schon gestreamt seit 9 Uhr morgens. Ich bin einfach müde, Leute. Ich werde auf jeden Fall schlafen gehen, sagt Glorious E. Okay, Leute, es war mir eine Ehre, großartig mit euch hier diesen Podcast zusammen zu machen. Ich habe es gemocht, bis auf diese Momente, wo alle ruhig waren und niemand was gesagt hat, fand ich ziemlich schwierig, wo alle sich zurückgehalten haben, war so dieser tote Moment. Aber ansonsten war das wirklich sehr, sehr schön. Ich bin manchmal sehr schüchtern. Manchmal bin ich so schüchtern, sagt Ginger, dass ich einfach nicht nicht genug traue vielleicht. Ja, und ich finde, er hat wirklich viel erzählt und auch mit den Malfunctions Stufe 2 erklärt und die kleinen Sachen, die hier und da dazukommen. Ja, war schon eine schöne Übersicht. War gut. Ich glaube, er hat die wichtigsten Punkte gut angesprochen, ja. Okay, ja, ich glaube auch, wir sind gut, ja. Ich wurde vorher gefragt, wie lange soll dieser Podcast dauern? Und ich habe geantwortet, so lange wie Nikita will. Wenn Nikita nicht mehr will, dann nicht. Und dann hat Dimitri hat mir dann gesagt, okay, pass auf, du wirst es nicht immer sehen, wie lange Nikita Lust hat. Frag ihn zwischendurch, Nikita, hast du noch Lust? Ne? Und ja, ich habe es versucht und ich glaube, es ging ganz gut, dass wir das gut genutzt haben. So, Leute, vielen Dank für eure Zeit hier dran teilzunehmen. Es war wirklich eine schöne Zeit. Immer wieder ein Vergnügen. Kestrel, ja. You know, especially the guys who have a lot of questions and are interested into the future of the project. Also er freut sich, nochmal die anderen Leute hier und da wiederzusehen. Vielen Dank an den Chat. Also wir wurden auch gerestreamt auf Battlestate Games und es war auch eine deutsche Übersetzung. Es gab auch eine deutsche Übersetzung. Also wenn ihr den Leuten folgen möchtet, hier unten ist die Ginger. Wir hauen das jetzt alles mal raus. Ginger, Hyperred TV, Glorious E. I have a command for my chat. Und Landmark. Ich muss schnell offline gehen, sonst passiert noch was. Ich bin auch durch. Und ich bin mir sicher, dass wenn ihr Landmark googelt, dass sie dann auch gut finden möchte. Leute, bevor hier noch was passiert, ich sag an dieser Stelle auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wer das nochmal nachgucken will, ich werde es hochladen, wie alle Podcasts auf YouTube. Ich sag auch vielen Dank fürs Mitmachen. Ich bin jetzt vorsichtig, nicht, dass wir noch ein Raid abkriegen oder sowas. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich versuche jetzt, mich hier schnell zu verdünnisieren. Nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Macht's gut. Bleibt sauber, bleibt gesund. Ich sag schon mal bis zum nächsten Mal. Tröte geht raus. Und ciao, Leute. Ich muss schnell weg, sonst passiert ja vielleicht noch was. Ich will es nicht riskieren. Ciao. Macht's gut, einen schönen Abend. Bis morgen, Leute, bis morgen. Ich kann nicht jetzt ein Raid oder irgendwas. Ciao. Vielen, vielen Dank für alles.
Vielen, vielen Dank, ich muss alles selber nochmal überarbeiten. Schlaf gut, schlaf gut. Schlaf gut, schlaf gut, schlaf gut.